willkommen zur heutigen Podiumsdiskussion zur anstehenden Bundestagswahl. Ich bin Torben Grimme. Ich bin Janis Klingebiel. Und wir werden Sie heute als Moderatoren durch diese Podiumsdiskussion leiten. Wir haben Vertreter der fünf Parteien, von sechs der fünf Parteien, die im Bundestag vertreten sind, heute hier. Die AfD hat leider auf mehrfache Nachfrage und Einladung nicht geantwortet und gar nicht reagiert. Daher sind die heute hier nicht vertreten. Ich würde gleich ganz gerne einmal mit der Vorstellungsrunde beginnen. Und hierzu würde ich Sie, Herr Marquardt, einmal bitten, sich vorzustellen. Wir gehen dann einmal im Kreis weiter. Das Mikrofon. Mit dem Mikrofon. Danke. Ja, mein Name ist Stefan Marquardt, 84er Jahrgang, verheiratet, eine Tochter, bin beruflich Gewerkschaftssekretär, arbeite für die IG Metall, bin dort zuständig für die Schwerpunkte Jugend, Digitalisierung, natürlich auch Betriebsbetreuung und Rechtsberatung. Genau, bin für die Linke Kreisvorstand, also Kreisvorsitzender für die Linke Hameln-Pyrmont, bin im Landesvorstand und der Linken Niedersachsen und genau, bin da auch in den Gremien der Betrieb und Gewerkschaft bis in den Bundesausschuss tätig. Mein Name ist Helge Limburg, bin Jahrgang 1982, habe in Bremen Jura studiert bis zum ersten Staatsexamen und später dann noch ein Master of Laws gemacht, also bin Jurist. Bin aber jetzt seit 2008 Landtagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen, bin justizpolitischer Sprecher und parlamentarischer Geschäftsführer meiner Fraktion, bin verheiratet, habe drei Kinder. Ja, und bin im vergangenen Oktober schon, aber dann kam die Pandemie und alles weitere Wahlkampf war schwierig. Ihr kennt das alles, ne? Oktober war noch Pandemie, dann wurde es wieder verschärfter Lockdown, also alles schwierig. Aber bin da schon aufgestellt worden als Direktkandidat von Bündnis 90 Die Grünen in dem Wahlkreis Hameln-Pyrmont-Holzminden. Ich bin aufgewachsen in Holzminden, habe da auch Abitur gemacht und da auch angefangen, mich bei den Grünen zu engagieren. Daher sagen mein Bezug hier zu der Region und zum Weserbergland. Und ich möchte mich an dieser Stelle erstens bei euch bedanken für das Organisieren dieser Podiumsdiskussion. Das ist ja längst nicht selbstverständlich, dass eine Schülerinnenschaft das selber komplett quasi macht. Zweitens möchte ich mich sehr bei euch allen entschuldigen und auch bei meinen Mitdiskutanten, die ja auch auf mich warten mussten. Tut mir wirklich leid. Ich habe es schon als Schüler nicht geschafft, pünktlich in einer Schule zu sein und offensichtlich hat sich das auch bis heute nicht geändert. Es tut mir aber echt leid. Ja, dem Dank für die Organisation schließe ich mich an. Mein Name ist Johannes Schraps. Ich darf seit 2017 das Weserbergland als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für die SPD im Bundestag vertreten. Ich habe in Hameln am Viktoria-Luise-Gymnasium mein Abitur gemacht, dann in Bielefeld, in Hamburg und in Schweden Politikwissenschaft und europäische Integration studiert. Und seit ich jetzt seit 2017 im Bundestag die Region vertreten darf, arbeite ich insbesondere im Europaausschuss und im Finanzausschuss des Bundestages mit, bin aber auch in anderen Themenbereichen natürlich aktiv, weil das Weserbergland ja vielfältig ist und ganz, ganz viele Themenbereiche natürlich auch abdeckt. Ich freue mich, heute dabei zu sein und freue mich, dass ihr diese Podiumsdiskussion hier organisiert. Wir gehen reihum. Ja, alles klar. Mein Name ist Mareike Lotte-Wulff. Ich bin Jahrgang 79, also ich schätze mal ungefähr die Generation von der euch Vieren oder euch Dreien. Ich bin Mitglied des Niedersächsischen Landtages, dort bildungspolitische Sprecherin. Das heißt, ich habe mich in den letzten Jahren um die Themen Schule, insbesondere natürlich alles, was mit Digitalisierung in Schulen, Corona-Pandemie etc. pp. Zu tun hat, beschäftigt, um die Kindertagesstätten. Ich bin seit 2017 im Landtag und ich gelte immer als sogenannte Quereinsteigerin in die Politik. Also ich war vorher beim Arbeitgeberverband, erst als Bildungsreferentin, später als Mitglied der Geschäftsführung und bin dann, habe für den Landtag kandidiert mit der sicheren Aussicht, dass ich auf keinen Fall reinkommen würde und dann hat es sich doch irgendwie anders ergeben. Genau, und das sind auch meine Themenschwerpunkte, die ich jetzt begleiten darf im Landtag. Die wirtschaftspolitischen Themen auf der einen Seite, aber vor allen Dingen natürlich die bildungspolitischen Themen. Ich wohne in Ohr, ich bin verheiratet und wir haben einen Hund. Keine Kinder leider. Hast du auch einen Hund? Nee, einen Hund machen, oder? Ja, guten Morgen auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für die Organisation. Ich bin Moritz Mönkemeyer, 21 Jahre alt,
Und der Direktkandidat zur Bundestagswahl hier im Wahlkreis 46 für die FDP. Ich komme auch gebürtig und ursprünglich aus Hameln, bin da auch immer noch wohnhaft, studiere aktuell Betriebswirtschaftslehre und mit meinen 21 Jahren ist es ja sicherlich ein bisschen ungewöhnlich, schon für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Aber ich glaube, gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir ja gesehen, dass die Jugend in der Politik deutlich zu kurz kam. Es wurde immer über die Öffnung von beispielsweise in der Wirtschaft gesprochen, aber Unis und Schulen blieben immer weiter hinten, mussten sich immer weiter hinten anstellen. Ich glaube, das kann nicht sein. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich die Generationengerechtigkeit nach vorne in der Politik stellen und dafür möchte ich gerne antreten und freue mich schon auf die lebendige Diskussion gleich. Ja, nachdem Sie sich alle jetzt schön vorgestellt haben, wollen wir mit dem ersten Punkt beginnen. Unsere erste Frage ist, da ja die CO2-Bepreisung hier grundsätzlich mit zwei verschiedenen Ansätzen angegangen wird, einmal mit der CO2-Steuer und einmal mit der CO2-Zertifikat, der ja auf der europäischen Ebene schon umgesetzt wurde. Und dementsprechend würden wir die Frage, wie die CO2-Bepreisung sich in Zukunft verändern würde, einmal an Sie, Herr Mönkemeyer, weitergeben. Ja genau, also wir als Freie Demokraten sagen, wir brauchen einen harten CO2-Deckel, im Idealfall auch auf europäischer Ebene, weil Deutschland ist für nur etwa 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Daran sieht man ganz klar, dass wir in Deutschland mit rigorosen Verboten, die gerade hier im ländlichen Land sich auf unsere Lebensqualität, auf unsere Mobilität sich negativ auswirken würden, dass wir damit keinen positiven Effekt auf das Weltklima haben. Deswegen sagen wir, wir brauchen da auch europäische und internationale Zusammenarbeit und das mit einem harten CO2-Deckel, der ganz klar an die Pariser Klimaziele festgelegt ist, der Deckel, der dann jedes Jahr immer weiter abnimmt, sodass wir ganz klar die Klimaziele erreichen. Innerhalb dieses Deckels werden dann die Zertifikate gehandelt, sodass die Unternehmen dann den CO2 ausstoßen können. Damit haben wir den Vorteil, dass das CO2 dort eingespart wird, wo es am kostengünstigsten, am effektivsten ist und wir haben auch ganz klar eine Garantie, dass das Klimaziel, was wir in Paris festgelegt haben, auch wirklich eingehalten wird und nicht nur vielleicht eingehalten wird, wie es mit einer alleinigen CO2-Steuer passiert. Manche können sich vielleicht erinnern, dass es früher schon einmal die Ökosteuer gab, die das Benzin verteuert hat, mit dem Ziel, dass die Menschen weniger fahren. Ist am Ende natürlich nicht passiert, weil die Autofahrten zur Arbeit beispielsweise, zur Schule trotzdem gemacht werden müssen. Das kann nicht sein, deswegen harter CO2-Deckel und Forschung in Investitionen und Technologieoffenheit. Ja, vielen Dank für den Beitrag. Herr Marquardt, Sie haben ja schon gezeigt, dass Sie Herrn Mönkemeyer in dem Fall nicht ganz zustimmen. Oh, das wird heute, glaube ich, noch öfter passieren. Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, dass eine CO2-Steuer, eine CO2-Bepreisung auch sozial verträglich sein muss. Also es gibt durchaus Punkte, wo ich übereinstimme. Es ist einfach so, dass gerade im ländlichen Raum der öffentliche Nahverkehr so schlecht teilweise ist oder nicht vorhanden ist, dass die Leute auch keine Alternativen zum Kfz haben. Das heißt, gerade die Leute, die jetzt sagen, ich kann mir noch kein E-Auto oder eine andere Fortbewegungsmöglichkeit anschaffen, die haben natürlich dann auch ein Problem zu sagen, okay, wie komme ich zur Arbeit hin, wie kann ich meine Kinder abholen, wenn eventuell beide Familienmitglieder berufstätig sind, dann braucht man eventuell auch zwei Fahrzeuge, wenn der Arbeitsplatz in unterschiedlichen Himmelsrichtungen liegt. Deshalb finde ich, eine CO2-Bepreisung muss sozial verträglich sein. Es muss auf jeden Fall deutlich bessere Regelungen dafür geben, wie man Leute aus gering verdienenden Familien besser entlasten kann. Dass wir eine Bepreisung brauchen, dass wir die Möglichkeit brauchen, CO2 in irgendeiner Art einzuspeisen, und das geht oft über Geld, da müssten wir dorthin gehen, wo er verursacht wird, und zwar in großen Mengen verursacht wird. Das bedeutet, bei den Energieerzeugern, die für den Großteil der CO2-Erzeugung zuständig sind, wir müssten gucken, wie kriegen wir Transport auf die Schiene, und wir müssten gucken, welche Produkte sind umweltschädlich. Wir haben Produkte, die fahren auf Transportschiffen vor dem Hafen hin und her, bis der Preis stimmt, bis es teuer genug ist, und dann werden die erst verkauft. Und da muss es teurer werden und nicht bei dem Endverbraucher, weil da trifft es oft den Falschen. Dann würde ich gleich einmal weiter hier an. Entschuldigung.
Vielen Dank. Dann würde ich hier gleich einmal weiter an die Vertretung der CDU. Frau Wulff, was sagen Sie zu diesem Thema? Ja, vielen Dank. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Hochspannendes Thema, weil es natürlich darum geht, dass wir das Verhalten von Menschen grundlegend verändern wollen. Und es geht natürlich über ökonomische Mechanismen eigentlich ganz gut. Also Menschen gucken, dass sie möglichst günstig konsumieren etc. Von daher glaube ich, ist der CO2-Preis an sich ein Mechanismus, der durchaus funktionieren kann. Ich glaube aber, dass wir gleichzeitig etwas brauchen, um Alternativen zu bieten. Also wir müssen zu einer klimaneutralen Industrie kommen. Das sind große Emittenten. Das ist ein Punkt, den wir technologisch vorantreiben müssen. Und ich glaube, wir müssen diese Technologie hier in Deutschland entwickeln und dann eben auch entsprechend exportieren, weil das Problem, das wurde ja schon angesprochen, ist ein weltweites Problem. Wir können aber Technologieführerschaft erlangen. Um den CO2-Preis für den Endverbraucher, also nicht diejenigen, die weniger verdienen, sind übrigens auch meistens die weniger CO2 verursachen, weil sie eben nicht so viele Urlaubsreisen machen können etc. Zu schonen ist es, glaube ich, sinnvoll, dass man vorgeschlagen hat, einerseits den CO2-Preis festzulegen und andererseits die Pendlerpauschale zu erhöhen. Also diejenigen, die in ländlichen Räumen wohnen, die viel aufs Auto angewiesen sind, auf der anderen Seite zu entlasten und gleichzeitig einen Anreiz zu setzen, mittelfristig natürlich auf andere Mobilitätsformen umzustellen, wie zum Beispiel Elektromobilität, obwohl das natürlich auch komplex ist. Dafür brauchen wir auch grünen Strom. Also ein Elektromobil, was aus einem Kohlekraftwerk gespeist wird, macht natürlich keinen Sinn. Also wir stehen insgesamt vor einem sehr, sehr komplexen Wandel. Die Sozialverträglichkeit ist ein ganz wichtiger und ganz zentraler Punkt, gerade für Menschen, die im ländlichen Raum leben und natürlich auf das Auto angewiesen sind und auch angewiesen sein werden. Wie wir sehen, scheint ja große Einigkeit bei diesem Thema zu herrschen. Ich denke aber, die Grünen sind ja bei dem Thema, bei der Umsetzung lässt sich streiten, aber grundsätzlich sehen wir ja alle das Problem. Wie sieht denn der grüne Ansatz zur CO2-Bepreisung aus? Ja, vielen Dank. Das ist Anja. Genau. Das Spannende ist ja, dass solche Themen und Beschlüsse häufig mit uns identifiziert werden, obwohl wir ja in der Bundesregierung in der Opposition sind. Also die CO2-Bepreisung, die haben ja jetzt CDU und SPD zusammen beschlossen, auch so konkret in der Ausstellung, wie es beschlossen wurde. Aber grundsätzlich begrüßen wir natürlich, dass sich dann doch fast alle Fraktionen im Deutschen Bundestag, die eine, die nicht hier ist, kann man da glaube ich auch getrost weglassen, sich ernsthaft mit den Gefahren des Klimawandels und den starken Bedrohungen auseinandersetzen. Also zur CO2-Bepreisung, wie gesagt, wir finden das im Grundsatz richtig, aus den Gründen, dass die auch meine Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt haben, dass natürlich der Preis von etwas ein gutes Steuerungsinstrument sein kann. Aber um die zweite Frage, die ihr zu Recht auch gestellt habt, wie werden denn Menschen dann entlastet? Ne? Ich individuell habe ja kaum die Möglichkeit, sozusagen ein Wirtschaftssystem, ein Mobilitätssystem umzustellen. Das sind ja Entscheidungen, die auf anderer Ebene getroffen werden. Wie kann man denn entlastet werden? Übrigens auch die Menschen in den Städten, das will ich dann schon nochmal eine Lanze brechen, auch wenn wir hier im ländlichen Raum sind. Auch da gibt es durchaus soziale Härtefällen, weil je nach Situation, wo arbeitet man, wo gehen die Kinder zur Schule oder zur Betreuung oder welche Tätigkeit hat man, ist man im Außendienst tätig, auch da kann man möglicherweise auf ein Automobil angewiesen sein. Also es geht, ne, ich will nicht Stadt und Land gegeneinander ausspielen, das ist mir wichtig. Wie kann man entlasten? Wir schlagen vor, dass es für jeden Menschen ein CO2-Budget gibt, umgerechnet in Geld zu Jahresanfang. Das bekommt man. Und wenn man dann sozusagen CO2 einspart, dann hat man davon monetär richtig was. Dann hat man mehr Geld in der Tasche. Wenn man mehr verbraucht, als einem da sozusagen zugeteilt wird, dann muss man natürlich mehr zahlen. Aber so schafft man individuelle Anreize, tatsächlich CO2 einzusparen. Und letzter Punkt vielleicht zum Thema Mobilität. Ich finde es ganz wichtig, Mobilität ist im ländlichen Raum natürlich elementar. Man muss von A nach B kommen. Aber man muss es nicht zwingend mit dem eigenen Verbrennerauto. Elektromobilität ist angesprochen worden, dazu brauchen wir ein stärkeres Ladesäulennetz. Es gibt auch E-Bikes, E-Lastenfahrräder. Da werden wir noch zukommen. Gut, okay, kommen wir noch zu. Also ne, ich will damit sagen, wir müssen Mobilität denken als von A nach B kommen und nicht als zwingend, wo kann ich mit dem Benziner hinfahren. Okay, vielen Dank. Dann würde ich jetzt noch einmal Herr Schraps bitten, und die Meinung seiner Partei dazu einmal zu äußern. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube auch, dass Klimaschutz eine, wenn nicht die wichtigste Frage der Zukunft ist, weil wir nämlich auf diesem Planeten ja auch in Zukunft noch gut leben können wollen. Und deshalb müssen wir beim Klimaschutz vorankommen. Und das heißt eben, wir müssen auch CO2-Ausstoß einsparen, damit wir den Klimaschutz weiter voranbringen und nicht das Klima weiter kaputt machen.
Ich glaube, da ist aber ein großer Unterschied tatsächlich zur FDP zum Beispiel oder auch zu den Grünen bei uns in der SPD, weil wir nicht glauben, dass beispielsweise mit dem Zertifikatehandel einfach der Markt das regelt, sondern dass es da tatsächlich eine klare Regulierung von staatlicher Seite braucht. Allerdings aus unserer Sicht eben nicht einseitig, wie das häufig bei den Grünen der Fall ist, und das hat ja Herr Gelimburg auch gerade gesagt, auf so eine CO2-Bepreisung reduziert, sondern ich glaube, da bin ich näher bei den Linken, dass es einen sehr starken sozialen Ausgleich beim Klimaschutz braucht, weil, und deswegen ist eure zweite Frage so wichtig, gerade der ländliche Raum eben auch deutlich stärker belastet wird, wenn der CO2-Preis steigt. Wir haben ja jetzt gestartet im Januar 2021, also Anfang diesen Jahres, mit 25 Euro pro Tonne CO2. Wir hätten das gern ein bisschen höher gehabt und haben das über das Klimaschutzgesetz ja auch schon verankert. Also während andere davon reden, machen wir und haben uns ambitionierte Klimaziele gesetzt bis 2030, 2040, damit wir 2045 spätestens klimaneutral sind, gegen den erbitterten Widerstand der CDU, CSU, das will ich ganz deutlich sagen. Und ich glaube, es gehören aber noch viel, viel mehr Dinge dazu als nur die CO2-Bepreisung, weil sich einfach nicht jeder in kurzer Zeit leisten kann, diesen Umstieg zu machen. Nicht jeder kann sich schnell ein Elektroauto kaufen, nicht jeder kann schnell seine Heizung umstellen. Deswegen muss das peu à peu passieren, damit wir die Menschen dabei mitnehmen und nicht verlieren. Und ich will auch einen allerletzten Satz sagen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist eben nicht nur CO2-Bepreisung, sondern es ist auch, sind ganz viele andere Dinge, die man da berücksichtigen muss. Unter anderem der schnelle Ausbau von erneuerbaren Energien. Und das halte ich für ganz wichtig und deswegen verstehe ich auch nicht, warum mit den Grünen dieses Thema verbunden wird, weil in den grünen Bundesländern, und ich habe die Zahlen für euch Faktenchecker tatsächlich vorhin nochmal rausgesucht, wenn man sich die Bundesländer anguckt, in Niedersachsen stehen derzeit ungefähr 6.500 Windkraftanlagen, in Baden-Württemberg, wo die Grünen regieren, sind 735, deutlich weniger und in dem letzten Jahr sind insgesamt nur 12 in Baden-Württemberg dazugekommen. Diesen Ausbau, der wird behindert von den Grünen und ich glaube, da müssen wir zusehen, dass die Bundesebene nicht irgendwas erzählt, sondern auf Landesebene, da wo man Verantwortung hat, diese Dinge auch umgesetzt werden, so wie das in den SPD-geführten Bundesländern in Niedersachsen oder Brandenburg passiert. So deutlich will ich das einfach mal sagen. Ja, ich bitte darum. Herr Schraps, Sie können die Ist-Zahlen vergleichen. Wichtig ist, dass Sie die Entwicklung vergleichen. Und Fakt ist, das wissen Sie auch, dass in Niedersachsen in den vergangenen 5 Jahren unter einem SPD-Umweltminister Olaf Lies die Windkraft de facto eingebrochen ist. Das war kein isoliertes Niedersachsen-Phänomen, das war ein bundesweites Phänomen, weil es mit der verfehlten Politik der SPD-CDU-Bundesregierung zusammenhängt im Bereich des Erneuerbaren Energiengesetzes. Aber Sie können ja nicht ernsthaft sozusagen sagen, wir nehmen jetzt mal Ist-Zahlen. Natürlich sind in Baden-Württemberg und auch in Bayern übrigens für meinen Geschmack noch zu wenig Windräder. Aber 12 dazugekommen, in Niedersachsen aber, 5-mal so viel letztes aber Jahr. Aber Sie können doch nicht allen Ernstes bestreiten, dass der Einbruch der erneuerbaren Energien eine direkte Folge der Reform war, die Ihr damaliger Parteivorsitzender und Vizekanzler Sigmar Gabriel durchgesetzt hat. Das hat dazu geführt, dass wir im Bereich der Erneuerbaren in Deutschland massiv zurückgefallen sind. Übrigens nicht nur bei den Windrädern, auch bei der Solarenergie. Warum haben wir denn keine Solarfabrik, keine wirklich funktionierende im großen Maßstab mehr in Deutschland? Das ist nicht unter der grünen Bundesregierung bis 2005 passiert, sondern unter Ihrer Verantwortung. Und dass wir über die Arbeitsplätze in der Windenergie hier in Niedersachsen immer wieder in dramatischen Situationen reden müssen, weil wir vor Arbeitsablauf stehen. Auch das ist eine Folge der verfehlten Politik im Bereich der erneuerbaren Energien. Also natürlich brauchen wir einen Ausbau, aber Herr Schraps, nicht so, wie das die SPD in den vergangenen Jahren vorgegeben hat zu versuchen. Die Faktenchecker können ja noch mal schauen, wie der Prozess ist und nicht nur der Ist-Stand. Und den habe ich gerade genannt und ich glaube, da bin ich mit den Zahlen, die ich gerade genannt habe, doch sehr deutlich gewesen. Und wie gesagt, Winfried Kretschmann führt eine Regierung und es gibt auch andere Bundesländer, beispielsweise Schleswig-Holstein oder Hessen, wo die Grünen mit an der Regierung sind. Und auch da ist der Windkraftausbau deutlich hinter dem zurück, was beispielsweise in SPD-geführten Bundesländern wie Niedersachsen, Brandenburg oder auch Mecklenburg-Vorpommern der Ist-Stand beim Ausbau ist und nicht beim Ist-Stand, was jetzt schon gebaut ist. Und insofern, ich glaube, da sprechen die Zahlen eine ziemlich deutliche Sprache, dass sich da die Rhetorik bei den Grünen auf Bundesebene doch deutlich von dem Handeln auf Landesebene unterscheidet. Also auch wenn wir nur ungern diese lebhafte Diskussion stören wollen, haben wir auch noch eine Schülerfrage zu dem Thema, speziell an Frau Wulff und Herrn Mönkemeyer von der FDP bzw. von der CDU, bezüglich NRW. Herr Laschet ist ja Ministerpräsident in NRW und das Klimaschutzgesetz wurde bzw. soll in Nordrhein-Westfalen ja geändert werden. Und besonders interessant ist da ja der Absatz 3, der jegliche Haftung von der Landesregierung entfernt. Ist mit einem Klimaschutzgesetz, wo drin steht, dass, wenn es niemand einhält, niemand bestraft wird, überhaupt noch mit Klimaschutz zu rechnen? Wer anfangen möchte, ist mir egal. Ich würde sagen, die CDU
Ja, das ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich den Absatz 3 jetzt nicht kenne. Ich weiß, ich könnte ihn, ist er im Chat drin? Im Chat nicht, ich müsste ihn dabei haben, Moment. Ja, das wäre ganz hilfreich. Aber ich glaube, grundsätzlich müssen wir ja eine politische Frage stellen, wie kommen wir dahin, also ein Gesetz, was erstmal bestimmte Ziele vorgibt. Wir haben in Niedersachsen auch einen Klimaschutz in die Verfassung, in der Verfassung verankert. Wir haben uns Ziele gesteckt. Natürlich müssen wir die erreichen und wir müssen mit Maßnahmen hinterlegen, wie wir diese Ziele erreichen können. Und darüber streiten wir uns natürlich herzlich. Das ist auch in Ordnung so, das ist auch richtig so, weil es keine einfachen Fragen sind, die wir zu beantworten haben. Wie das jetzt juristisch genau ist mit der Haftung und diesem Paragraphen 3, kann ich leider im Moment nicht beantworten. Absatz 3. Den kann ich gerne vorlesen. Ja. Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden durch oder aufgrund dieses Gesetzes nicht begründet. Nochmal. Vielleicht könnte Herr Gelimburg als Verfassungsspezialist dazu noch subjektive kurz eine Einschätzung abgeben. Ja? Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden durch oder aufgrund dieses Gesetzes nicht begründet. Also der Paragraph will offensichtlich ganz klar sozusagen regeln, dass nicht eine Einzelperson, ein Schüler, Schülerinnen aus NRW dann klagen kann und sagen kann, ihr Landesregierung tut zu wenig, ihr haltet dieses oder jenes Ziel des Klimaschutzgesetzes nicht ein. Das ist ja immer ein wichtiger Aspekt bei allen Gesetzen. Das eine sind die Regeln, die ein Gesetz vorgibt, was soll gemacht werden. Und die andere, also falls jemand von euch Jura studieren will, ganz wichtiger Aspekt, immer die zweite Frage, wer kann eigentlich darauf klagen, dass diese Regel eingehalten wird? Ein Gesetz, was Regeln vorgibt, wo es aber keine Kontrollinstanz gibt, dass sie darüber wacht, wird auch tatsächlich eingehalten. Das ist dann oft ein zahnloser Tiger. Und ich glaube, das ist, will der Paragraph vorgeben, den ich jetzt auch, ich vermute, keiner aus dieser Runde jetzt nicht parat hatten, ehrlich gesagt. Danke für die juristische Expertise, aber darum wird es an der Stelle gehen. Ja, Herr Mönkemann? Ja, ich glaube, es geht bei dem Thema auch um eine ganz grundsätzliche Frage. Ich glaube, wir sollten da nicht ins Klein-Klein der 16 verschiedenen Bundesländer in Deutschland gehen, sondern wir müssen beim Klima- und Umweltschutz bei einem so wichtigen Thema bundesweit europäisch zusammenarbeiten und da auch die festen Regeln verankern. Und deswegen glaube ich, sollten wir lieber über den Bund, über die Bundesregierung dann ab Herbst ganz klare Regeln, wie wir schneller und besser zum Umweltschutz und zur Klimaneutralität kommen, dort festlegen und das nicht in den Bundesländern verankern, wo wir dann am Ende 16 verschiedene unterschiedliche Regelungen haben, die sich untereinander beißen, sondern da brauchen wir ein klares Konzept und das am besten bundesweit einheitlich. Ja, Herr Limburg. Auch wenn die Frage nicht an mich war, dazu noch zwei Sachen sagen. Also zum einen finde ich schon diese Frage, und insofern ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wegweisend zum Klimaschutz, gar nicht so sehr wegen des Inhaltes, sondern weil das Bundesverfassungsgericht zu Recht klargestellt hat, wenn Politik heute nicht ausreichend handelt, Klima und Umwelt nicht ausreichend schützt, dann verletzt das letztlich auch die eigenen Rechte von euch, von nachfolgenden Generationen. Das war schon ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel, der sich einreiht in eine Reihe erfreulicher Urteile international. Niederlande war eines der ersten Verfassungsgerichte, die so geurteilt haben. Also das ist wichtig, ne? Und das stärkt euch alle, weil es klar macht, nein, Politik ist nicht nur was Abstraktes, sondern Politik muss den Anspruch haben, euch allen ein gutes, sicheres Leben in Zukunft zu ermöglichen und ihr habt ein Recht darauf. Insofern finde ich so einen Passus in dem Gesetz schon hochproblematisch, ehrlich gesagt. Er ist aber auch am Ende wurscht, weil ein Landesgesetz niemals aushebeln kann, was das Bundesverfassungsgericht urteilt. Insofern kann man das in Nordrhein-Westfalen reinschreiben, macht damit ja deutlich, nee, wir wollen euch so ein bisschen abhalten. Am Ende kann es nicht verhindern, dass solche Klagen vor Verfassungsgerichten kommen. Das ist das Beruhigende vielleicht ein bisschen. Das Zweite zur Frage, wo müssen wir handeln? Ja, natürlich müssen wir auf Bundesebene, auf europäischer Ebene handeln, Herr Mönkemeyer, aber wir müssen auch auf Landesebene und vor Ort in jeder Kommune handeln. Klimaschutz, sozialer Ausgleich, soziale Gerechtigkeit, Mobilität werden wir nie abstrakt nur auf einer Ebene, einer höheren Ebene leisten können, sondern wir müssen auf höherer Ebene die Rahmenbedingungen setzen, aber natürlich müssen wir in den Ländern und auch vor Ort handeln. Deswegen das vielleicht auch nochmal, es ist ja nicht nur Bundestagswahl, es ist auch Kommunalwahl und die wird manchmal mal als weniger wichtige Wahl angesehen, die ist aber genauso wichtig, auch für die Ziele, auch für die Frage, über die wir hier gerade diskutieren, da haben auch die Kommunen Handlungsmöglichkeiten. Also auch die Kommunalwahl ist bei solchen Zukunftsfragen eine ganz wichtige Wahl. An der Stelle, wenn ich darf, kann ich Helge Limburg tatsächlich ausnahmsweise mal ausdrücklich zustimmen, weil ich finde, gerade das Verfassungsgerichtsurteil hat da nochmal gezeigt, dass mit dem Klimapaket, was wir 2019 als Bundesregierung verhandelt hatten, vielleicht noch nicht weit genug gegangen sind. Wir wären da als SPD damals schon gerne weitergegangen. Ich habe gerade schon gesagt, woran das lag, dass das nicht der Fall war. Das Verfassungsgericht hat uns aufgezeigt, dass wir da weitergehen müssen. Und das haben wir jetzt auch vor der
vor Ende der Legislatur zum Glück auf Bundesebene noch deutlich verschärft und sind noch deutlich weiter gegangen. Vielleicht immer noch nicht weit genug, und an den Aussagen sieht man ja auch, dass gerade Grüne und SPD sich da sehr nahe sind, was sozusagen die Zielsetzung von Klimaschutz angeht. Was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist aber, dass man die richtigen Bereiche benennt, wo eben was getan werden muss. Und mit dem Klimaschutzgesetz haben wir eben genau diesen Rahmen, den Helge Limburg gerade beschrieben hat, gesetzt, nämlich für die Hoch-CO2-Bereiche, das ist Wirtschaft, Peter Altmaier, das ist Landwirtschaft, Julia Klöckner, das ist der Verkehrsbereich, Andreas Scheuer, und das ist der Baubereich, der ist im Innenministerium bei Seehofer. Das sind die vier Bereiche, die am elementarsten dafür sind, damit wir CO2 einsparen können, und die brauchen einen Rahmen, damit sie ein bestimmtes Budget an CO2 haben, was sie maximal verbrauchen dürfen. Und da müssen diese vier Minister jetzt aufgrund des Klimaschutzgesetzes was tun, und da warten wir jetzt alle drauf, und ich hoffe, dass in der nächsten Regierung diese Ministerien anders besetzt sind, damit da dann tatsächlich auch was getan wird. Ja, ich finde tatsächlich auch, dass Klimaschutz auch Mut bedarf. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie auch gerade unter unionsgeführten Kommunen und auch Ländern immer mehr dafür gesorgt wurde, dass Windkraft auch weniger Platz bekommt zum Ausbau. Also es wurde immer wieder gesagt, es muss immer mehr Abstand haben, ein Windkraftwerk praktisch zu einem Haus. Ich kann heutzutage einen Atommeiler näher an ein Privathaus bauen als eine Windkraftanlage. Ja, das ist natürlich so ein Ding, wo man natürlich sagen kann, Umweltschutz schön und gut, aber bitte nicht bei mir vor der Haustür. Und deshalb ist das mit Kommunalwahlen, deshalb ist das mit Landtagswahlen. Wir haben ja, auch die steht ja praktisch schon übermorgen an, direkt vor der Tür. Wir müssen einfach gucken, Umweltschutz bedarf Mut. Und wenn wir sagen, wir haben keinen Planet B im Keller, dann müssen wir auch alle sagen, dann muss das auch irgendwelche Schritte erfordern. Und wenn das heißt, wir haben Windkraftanlagen und wir brauchen auch Raum für diese Anlagen, das einfach so ist, dann muss auch die Möglichkeit gegeben werden, dass wir diesen Ausbau vorantreiben. Denn ansonsten ist das unattraktiv, dann wird es keine Innovation geben in diesen Gebieten, sondern dann wird der eher stehen bleiben. Und dann werden wir die erneuerbaren Energien in dem Rahmen, wie wir sie benötigen, auch nicht bekommen in Deutschland. Es freut mich, dass wir so ausführlich zu diesem Thema diskutieren können. Aber ich würde ganz gerne zu unserer nächsten Folie übergehen und anknüpfend an dieses Thema den Ausbau der Infrastruktur und gerade der Ladesäulen zum Thema E-Mobilität ansprechen. Hier würde ich ganz gerne mit Ihnen anfangen, Herr Schraps. Wie ist Ihr Plan und der Plan Ihrer Partei da in Zukunft die zukunftsträchtigen Technologien zu unterstützen. Ja, soll ich jetzt auf alle drei Fragen eingehen oder nur auf die Sie jetzt gerade gestellt haben? Mir wäre am liebsten nur die eine. Aber ja, dann mache ich das, weil sonst ist tatsächlich ja dann immer, dass es relativ lang wird. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, weil es ist ja dieses Henne-Ei-Prinzip. Was kommt als erstes? Haben wir als erstes genug E-Autos auf der Straße? Angela Merkel hat mal vor vielen Jahren gesagt, sie möchte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 1 Million E-Autos auf der Straße haben. Hat nicht ganz geklappt, aber jetzt geht es zum Glück deutlich voran. Und wir haben jetzt auch das Ziel formuliert, 15 Millionen E-Autos in den nächsten Jahren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da vorankommen, und dafür muss aber eben die Infrastruktur vorhanden sein. Der Ladesäulenausbau wird mittlerweile gefördert, und zwar deutlich gefördert, und es geht auch deutlich voran. Da haben wir eben auch über das Klimapaket, was wir als Bundesregierung verabschiedet haben, schon sozusagen einen Pfad gesetzt. Und für mich ist das genau der richtige Weg, um eben auch auf erneuerbare Antriebe wieder voranzukommen. Aber auch das geht nur, wenn wir genug Strom haben. Wir haben gestern, ich weiß nicht, wer von euch die Presse verfolgt hat, erleben müssen, dass Peter Altmaier sozusagen die Prognosen für den Energieverbrauch in Deutschland doch deutlich verändern musste. Das ist über viele Monate sozusagen zurückgehalten worden, um zu verschleiern, dass der Ausbaupfad für erneuerbare Energien deutlich zu gering angesetzt wurde. Das ist gestern in diesen Pressemitteilungen nochmal sehr, sehr deutlich geworden. Ich glaube, wir müssen, um den Strom, den wir für all diese Dinge, die wir machen wollen, zu produzieren, müssen wir deutlich vorankommen bei den erneuerbaren Energien. Und das habe ich gerade schon gesagt. Dafür ist auch die Abschaffung des Solardeckels, den wir jetzt gerade noch vor Ende der Legislatur vorangetrieben haben, ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen, um sowohl im Windkraftausbau als auch im Solarenergieausbau voranzukommen. Weil ohne Energie können wir auch das Ladesäulensystem gut ausbauen, aber wir werden dann die Energie nicht haben, um die Autos auch fahren zu können. Und deswegen müssen wir in allen Bereichen Schritt für Schritt vorangehen. Ja, Herr Mönkemeyer, Sie werden wahrscheinlich neben den Elektroantrieben auch noch andere Antriebe fördern wollen, wie es sich aus dem FDP-Wahlprogramm lesen lässt.
Genau, also wir möchten da auf jeden Fall technologieoffen an die Sache rangehen. Ich sage nicht, dass wir als Bundestagskandidatinnen und Kandidaten entscheiden sollten, welche Technologie jetzt die zukunftsweisende Technologie in der Individualmobilität ist. Ich glaube, wir sollten da Wasserstoff, E-Mobilität und synthetische Kraftstoffe gleichermaßen fördern. Zu der Frage der Ladesäulen, glaube ich, müssen wir ganz klar einen flächendeckenden Ausbau, auch gerade in Mehrfamilienhäusern, gerade zum Beispiel auch hinbekommen, weil ich glaube, da muss es auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit sein, dass nicht nur für die Menschen, die ein Eigenheim haben, dort eine Ladeinfrastruktur möglich ist zu bauen, sondern auch bei Mehrfamilienhäusern für Studentinnen und für Studenten und für andere Menschen, die dort wohnen. Dann beim Thema synthetische Kraftstoffe, glaube ich, dort müssen wir einen großen Fokus legen, weil synthetische Kraftstoffe den Vorteil haben, dass wir den Kraftstoff klimaneutral herstellen können und den in bereits bestehende Verbrennermotoren betanken können, sodass wir die aktuelle Flotte, die schon auf der Straße ist, dass wir die klimaneutral von heute auf morgen betreiben können, hat den Vorteil, dass wir zum einen deutlich schneller sind, als wenn wir uns nur auf die Elektromobilität fokussieren würden, und wir haben auch wieder Punkt der sozialen Gerechtigkeit, weil dann natürlich das bereits bestehende Auto in der Familie noch weiter gefahren werden kann, das kostengünstig, umweltfreundlich und nicht noch für 10, 20, 30, 40.000 Euro ein neues Auto gekauft werden muss. Ja, da muss ich jetzt leider intervenieren. Sie haben ja gesagt, dass es auch möglich ist, die synthetischen Kraftstoffe, die E-Fuels so genannt, nutzen zu können und auch Wasserstoff. Laut Statistischem Bundesamt wurden letztes Jahr, 2019, tut mir leid, vorletztes Jahr, knapp 27 Milliarden Liter Benzin und 20 Milliarden Liter Diesel vertankt. Das macht, wenn wir den Wirkungsgrad und den Energiewert pro Liter berechnen, zusammen beim Diesel knapp 229,5 Terawattstunden, die wir an Energie benötigen, und beim Benziner dann noch einmal 196 Terawattstunden. Wenn wir jetzt noch die Wirkungsgrade von Wasserstoff und E-Fuels, beim E-Fuel ist es laut Porsche etwa 14% über den kompletten Zeitraum und laut Hyundai beim Wasserstoff etwa 25-35%. Dann sind wir bei Terawattstunden von im Wasserstoff im besten Fall 327 Terawattstunden, im schlechtesten Fall bei 458 Terawattstunden, also etwa dem Doppelten von dem, was wir heutzutage überhaupt in komplett Deutschland produzieren. Und das Ganze in, ich sag mal, relativ kürzerer Zeit wird nicht realistisch umsetzbar sein, vor allem mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Ja, wenn ich da kurz was zu sagen darf, ich glaube, das ist auch der springende Punkt. Wenn wir jetzt schon vorher sagen, bevor wir überhaupt an den beiden Technologien weiter forschen und die weiter voranbringen, die beiden Technologien, die erforschen wir, glaube ich, weiter gar nicht, dann ist das auch komplett der falsche Punkt. Wir müssen die beiden Themen doch weiter technologieoffen vorantreiben, dass wir da bei der Effizienz deutlich besser vorankommen. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass wir mit der Elektromobilität heute so weit sind? Und genau so kann es ja auch sein, dass wir in 5 oder 10 Jahren bei den synthetischen Kraftstoffen oder beim Wasserstoff deutlich weiter sind. Und auch dort können wir ja auch international denken, dass wir zum Beispiel dort die E-Fuels zum Beispiel dort herstellen oder den Wasserstoff dort herstellen, wo viel Solarenergie vorhanden ist, in Südeuropa, in Nordafrika beispielsweise, wodurch dann auch dort lokal dann eine stärkere Wirtschaft vorhanden wäre. Und ich glaube, da sollten wir uns insgesamt nicht nur auf Deutschland beschränken, sondern weiter forschen und dann auch international auch bei der Produktion denken, um diesen beschriebenen Problemen auch entgegenwirken zu können. Ja, Herr Marquardt, Sie werden da wahrscheinlich etwas anderer Meinung sein. Ja, also ich wollte noch erstmal was zu den Fördermitteln von Ladesäulen sagen. Der ist nämlich für Privathaushalte seit 4 Tagen ist der Topf leer. Also die Förderung ist sozusagen erschöpft. Da müsste man deutlich nochmal nachsteuern, wenn man möchte, dass Privathaushalte sich das leisten oder leisten wollen, beziehungsweise dass der Zuwachs an Elektromobilität so weitergeht, so erfreulich wie er jetzt ist. Tatsächlich bei den Ladesäulen, da muss man, und das ist ja die Frage nach dem Konzept, wie kann man das machen, da muss man sich angucken, welche Ladesäulen gibt es und wo wollen wir hin. Schnellladesäulen werden überall angepriesen, die soll man holen, weil das Auto schnell gemacht ist. Das eignet sich besonders bei Autobahnen, bei Raststätten, da wo die Leute kurz anhalten, eventuell einen Kaffee trinken, Auto laden, weiterfahren. Aber in Innenstädten halte ich das für nicht geeignet. Das ist für Innenstädte, wäre eine normale Typ-2-Ladesäule viel interessanter, weil die Leute länger
dort verweilen könnten, und wenn Sie das Auto länger laden wollen, verbringen Sie längere Zeit in den Innenstädten. Das heißt, dort würde auch die Wirtschaft angekurbelt in der Regel. Das Zweite ist, wenn Sie sagen, ich nehme mein Auto, fahre kurz in die Innenstadt, mache meine Besorgung, schließe mein E-Auto an, ja, dann habe ich halt nur für 10, 15 Kilometer Strom getankt und kann dann wieder immer noch nach Hause fahren. Also die Strecke von zu Hause in die Innenstadt wäre abgeriegelt. Vom Kostenpunkt her kriege ich aber 10 Typ-2-Ladesäulen für eine Schnellladesäule. Das bedeutet, ich kann viel mehr von diesen Schnelllader, viel mehr von den einfachen Ladesäulen pflastern. Und das Zweite ist halt die Stromnetze. Wir brauchen nicht so viel Strom. Wir haben momentan ein Problem, dass unser Stromnetz, wenn wir das alles mit Schnellladesäulen machen wollen, das nicht aushält. Machen wir andere Ladesäulen, kriegen wir das aber hin, auch mit den derzeitigen Mitteln. Von daher muss man da nun ein Konzept für hinterlegen. Ja, dann vielen Dank. Dann würde ich als nächstes einmal bitte Frau Wolf von der CDU hier ihre Meinung dazu geben. Genau, also ich glaube, wichtig ist für jede politische Debatte, dass wir uns auch ein bisschen von Klischees lösen und offen darüber nachdenken, wie können wir am besten Probleme lösen. Das ist, glaube ich, erstmal der Grundansatz oder mein Grundansatz, wie man an Politik rangehen sollte. Und beim Thema Ladesäulen und Infrastrukturausbau, glaube ich, ist es am zielführendsten und am effizientesten, wenn wir diejenigen beteiligen, die ein Interesse daran haben, dass wir eine Ladeinfrastruktur haben. Und das sind natürlich diejenigen, die die Autos bauen und verkaufen. Und deshalb ist es natürlich auch verständlich, dass beispielsweise in Niedersachsen Konzerne wie VW eben sagen, ja, wir bauen dieses Netz in einer eigenen GmbH aus und stellen damit sicher, dass dieser Infrastrukturausbau wirtschaftlich ist. Das halte ich erstmal für einen guten Punkt. Ich glaube auch, dass wir uns hinsetzen müssen, weil im Prinzip im Moment ist es, glaube ich, kommunale Aufgabe, für die Ladeinfrastruktur zu sorgen. Das ist nicht ganzheitlich genug gedacht. Wir brauchen da eine bundesweite Ausbaustrategie, wie wir ein flächendeckendes Netz hinbekommen. Und wir brauchen vor allen Dingen Standards, europaweite, am besten noch weltweite Standards für diese Stecksysteme. Also wenn ich ich fahre einen Hybrid, wenn ich den am Hameln im Bahnhof aufladen will, habe ich dann, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Stecker, die ich verwenden kann. Das ist auf die Dauer nicht zielführend. Da müssen wir uns weiterentwickeln, da müssen wir Standards haben. Ich bin ganz froh, dass Phoenix Contact einer der Vorreiter ist und tatsächlich mit den USA zusammen einen einheitlichen Standard entwickelt hat. Das haben sie vor ein paar Jahren mal auf der Hannover Messe vorgestellt. Also ich glaube, wir müssen gucken, wie machen wir es wirtschaftlich, wie können Staat und Industrie hier zusammenarbeiten, um eine flächendeckende Ladeinfrastruktur hinzubekommen. So, damit dann last but not least, Herr Limburg, Sie als Grüne werden da bestimmt auch eine interessante Meinung zu haben. Hoffe ich, dass es interessant ist. ich möchte gar nicht, dass all das viele Richtige, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gerade gesagt haben, nochmal wiederholen. Vielleicht eins zu dieser Frage Technologieoffenheit, Herr Mönkemeyer. Natürlich wird geforscht, niemand verbietet die Forschung in anderen Antriebstechnologien, aber wir müssen doch auch sehen, es geht ja auch um Arbeitsplätze und um Industriepolitik. Und wenn mit Volkswagen einer der größten Arbeitgeber in unserem Bundesland Niedersachsen sagt, wir setzen jetzt voll auf Elektroenergie, dann bindet das Politik auch ein Stück weit in der Verantwortung. Frau Wulff hat es gerade angedeutet, dass man dann auch gemeinsam zu einem Konzept kommt und nicht sagt, ist uns egal, ist euer Problem und die Arbeitsplätze interessieren uns nicht. Also das ist schon auch eine wichtige Komponente. Keiner verbietet Forschung und Wasserstoff wird natürlich eine Rolle spielen beim Transport großer Energien, aber jetzt hier zu sagen, wir meandern herum, führt am Ende, glaube ich, dazu, dass nichts richtig vorangeht. Und das kann unser aller Ziel nicht sein. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt hinzufügen. Wir müssen auch dahin kommen, so kleinteilig das klingt, aber es ist wichtig für eine flächendeckende Infrastruktur, dass Bezahlsysteme vereinheitlicht werden. Ich habe das selber erlebt. Es gibt immer noch die Situation, zum Beispiel auf dem Parkplatz einer Sparkasse, ich sage nicht welche, wo eine Ladesäule war. Und ich dachte, super, wunderbar, dann laden wir da wieder voll und kommen zurück. Und die war dann nur für Kunden der örtlichen Sparkasse zugänglich. Ne? Sowas darf es eigentlich heutzutage nicht sein. Und da müssen dann Kommunen und Land hinkommen zu regionalen Systemen. Es ist kein Problem mit Handyzahlung, mit EC-Karte, wie auch immer, einheitliche Bezahlsysteme, damit wirklich jede und jeder da dann laden kann und man nicht dann so eine böse Überraschung erlebt. Auch das führt ja zu einer besseren Abdeckung des Netzes. Wir haben auch keine Benzintankstellen gehabt, wo dann nur ein bestimmter tanken durfte. Okay, vielen Dank. Damit würde ich dann ganz gerne einmal zu meiner nächsten Frage überleiten. Und zwar wäre das, nehmen wir an, wir gucken jetzt einmal ins Ausland, nach Barcelona, nach Kopenhagen. Das Fahrrad spielt in der Innenstadt eine wesentlich größere Rolle zum Thema Fortbewegung als das Auto. Und wenn wir jetzt hier
wenn man nach Hannover reinfährt, ist das natürlich schon eine Stadt, die sehr auf das Auto angewiesen ist. Wie stellen Sie sich vor, das Ziel der im Endeffekt vielleicht sogar autofreien Stadt oder zumindest die Infrastruktur für Fahrräder in der Innenstadt auszubauen? Haben Sie da Konzepte? Ich würde ganz gerne hier einmal mit Frau Wulff beginnen. Ja, vielen Dank. Ich habe nun auch lange in Städten gelebt, in Hannover gelebt. Ich habe tatsächlich in meinem Leben auch noch nie ein Auto besessen. Und auch jetzt habe ich auf einen Jahresmietwagen erstmal zurückgegriffen, weil ich mir ein Elektroauto kaufen wollte, aber die Reichweiten im Moment noch nicht ausreichen. Das heißt, ich war viel mit dem Fahrrad unterwegs, viel mit Carsharing-Systemen. Und damit kommt man in der Innenstadt tatsächlich auch gut zurecht, solange die Wege kurz sind. Und ich glaube tatsächlich, eigentlich würde ich Ihre Frage gerne umformulieren, weil wenn wir über Hannover Innenstadt reden, dann ist es von dem Ausbau der Fahrradsysteme vom Status quo, ich sage mal, in Ordnung. Der Oberbürgermeister hat ja dieses Ziel der autofreien Innenstadt ausgegeben. Ich persönlich würde mir eigentlich eine Innenstadt wünschen, die für alle erreichbar ist. Also über neue Mobilitätsformen, Mobilitätskonzepte nachzudenken, nicht nur nachzudenken, sondern auch umzusetzen. Ich glaube, dass es aber hier im ländlichen Raum ein viel größeres Thema ist. Also Radwege an Bundes- und Landesstraßen ist eigentlich das Thema. Wenn ich mir anschaue, es gibt Menschen, die fahren hier wirklich viel Rad, auch die E-Bikes ermöglichen das. In Teilen ist die Situation wirklich gefährlich. Mein Mann zum Beispiel fährt Rennrad. Ich bin jedes Mal froh, wenn der Heil wieder da ist. Wir haben jetzt die neue Abstandsregelung, dass man mit 2 Metern Abstand als Autofahrer überholen muss. Viele Leute halten sich nicht daran. Also ich glaube, wir brauchen mehr Förderung für Radwege an Landesstraßen. Das hat die Landesregierung, hat den Topf tatsächlich aufgestockt. Aber es reicht noch nicht. Also da müssen wir, glaube ich, zulegen, dass wir auch hier moderne Mobilitätsformen und Fahrradmobilität im ländlichen Raum ermöglichen. Das wäre mein Ziel, immer mit in den Bundestag einzubringen. Ja, Herr Schraps, Sie stehen, glaube ich, schon in den Startlöchern, um auf diese Frage zu antworten. Definitiv. Ich glaube, erstens hat es relativ viel auch damit zu tun mit der Frage, die wir vorher besprochen haben, weil es ja nicht nur Fahrräder sind, die sozusagen mit der Muskelkraft betrieben werden, sondern es sind ja zunehmend auch ganz viele Fahrräder, die E-Fahrräder sind, die, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle auch in Zukunft spielen werden. Auch da brauchen wir Muskeln, selbstverständlich. Aber also für mich ganz klar, und das ist für uns als Sozialdemokraten so, ist das Fahrrad mit das Herzstück einer solidarischen Verkehrswende. Das ist ganz klar. Und da ist zumindest in den letzten Jahren an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch schon ein bisschen was für getan worden. Es gibt beispielsweise Konzepte auch in Städten. In Kiel ist das jetzt vor einem guten Jahr eingeweiht worden bei meinem Kollegen Matthias Stein im Wahlkreis. Die erste Fahrradautobahn in einer deutschen Großstadt, die wirklich quer durch die Stadt geht und die Zeiten deutlich verringert. Wir wissen aus vielen Studien, dass ungefähr 50% der Wege, die im innerstädtischen Bereich zurückgelegt werden, unter 5 Kilometer sind. Und da ist das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel. Und dafür müssen wir eben auch die Voraussetzungen schaffen. Nicht nur mit Fahrradstraßen, sondern das Fahrrad gegenüber anderen Verkehrsträgern eben auch besser stellen oder zumindest gleichsetzen. Das ist leider heute noch nicht der Fall, sondern viel Infrastruktur in Städten ist auf das Auto ausgerichtet und nicht aufs Fahrrad. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt ansetzen. Und da gehört dann auch wieder dazu, und da stimme ich Stefan Marquardt ausdrücklich zu, was er vorhin gesagt hat, was den Ausbau von Ladesäuleninfrastruktur angeht. Auch gerade kleinere Ladesäulensysteme, die nicht sozusagen diese Schnellladesäulen für Autos sind, sondern dann eben für Fahrräder an Bahnhöfen zum Beispiel, an Verkehrsknotenpunkten, brauchen wir zunehmend und werden auch gefördert. Aber ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass zum Beispiel von CDU, CSU, ich teile das, was Frau Wulff gerade gesagt hat, aber kommen Sie bitte zum da Ende, muss wirklich was passieren. Und leider ist unter Verkehrsminister Scheuer, genau wie unter seinem Vorgänger Dobrindt, in dem Bereich ganz, ganz wenig passiert. Da wurde viel auf die Maut geguckt, wenig auf andere Verkehrsträger. Ja, Herr Mönkemeier, was ist Ihre Meinung dazu? Ja, sehr gerne. Also ich bin auch eindeutig der Meinung, wie auch von Frau Wulff, von Herrn Schraps, dass wir eindeutig die Fahrradinfrastruktur weiter ausbauen müssen. Ich glaube auch gerade hier im ländlichen Raum, weil auch die Bewohnerinnen und Bewohner in den Dörfern auch mit dem Fahrrad beispielsweise zur Arbeit, zur Schule zu Freundinnen und Freunden fahren sollen. Herr Marquardt hat es ja schon angesprochen, dass wir auch zeitgleich die Kommunalwahl haben, beziehungsweise 2 Wochen vor der Bundestagswahl, und da kann ja auch viel entschieden werden. Beispielsweise haben wir dort oder möchten wir dort im Landkreis überall Radschnellwege hin nach Hameln von den verschiedenen Dörfern und Städten im Landkreis hinbauen, dass man auch hier in der ländlichen Region nach Hameln reinfahren darf. Genauso ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch die Infrastruktur für Ladesäulen, für Fahrräder weiter ausbauen.
ausbauen. Und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt sind Fahrradparkplätze, weil was hilft es mir, wenn ich ein beispielsweise 1.000-Euro-Fahrrad, ein E-Bike, was teilweise noch deutlich teurer ist, habe, aber das vielleicht irgendwo an ein kleinen Fahrradständer, der öffentlich zugänglich ist, der, wo jedes Fahrrad, wenn man länger weg ist, geklaut wird. Was bringt mir das? Da müssen wir, glaube ich, auch sichere Konzepte für längere Parkzeiten, Fahrradparkhäuser, wie es beispielsweise schon im Ausland gibt, das auch hier nach Deutschland einführen, sodass es für alle Menschen attraktiv ist, auch das Fahrrad zu nutzen. Gerade bei kürzeren Touren ist es ja auch schneller, umweltfreundlicher, eindeutig, und man tut auch noch was für die Gesundheit. Deswegen eindeutig die Fahrradinfrastruktur ausbauen auf Land und auf städtischer Ebene. Darf ich einen Satz dazu sagen? Weil diese Fahrradschnellwege gut und schön. Wir haben auch als Bund ein Bundesprogramm für Radwege an Bundesstraßen aufgelegt. Aber es gibt nicht die planerischen Kapazitäten dafür. Leider müssen das ja die Verkehrs... Herr Schraps, ich unterbreche Sie wirklich nur ungern. Herr Limburg oder Herr Marquardt dürfen zuerst sprechen. Ich hätte Herrn Schraps auch noch einen Moment zugehört. Nein, ihr habt ja recht, Nein, ihr habt ja recht, ihr macht das großartig. Das ist ja auch nicht immer eine dankbare Aufgabe, uns dann ins Wort zu fallen und auf die Zeit zu achten. Ich finde das wichtig, dass ihr das sehr fair und sehr korrekt macht. Erstmal super finde ich, dass ihr direkt in der Anmoderation Barcelona und Kopenhagen aufgezählt habt. Ich möchte Groningen noch ergänzen, den Niederlanden. Die haben, finde ich, eine Trauminnenstadt, wenn man sie sich vorstellt. Die Innenstadt ist komplett für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Keine Autos, keine Motorräder. Taxen dürfen aber rein in die Innenstadt. Das heißt, ältere Menschen, die darauf angewiesen sind zum Arzt, können sich mit dem Taxi dahin bringen lassen. Kein Problem. Busse, Elektrobusse dürfen rein in die Innenstadt und natürlich Fahrräder. Ne? Also wer mal eine Gelegenheit hat, nach Groningen zu fahren, das lohnt sich, finde ich, wirklich städteplanerisch. Aber in der Tat, Fahrradstärkung ist in Stadt und Land wichtig. Herr Mönkemeyer hat gerade, finde ich, einen wichtigen Punkt gesagt, die Stellplatzdiskussion in Städten und auf dem Land. Wir brauchen neben den Fahrradwegen, neben der Zuwegung, zum Beispiel zu Bahnhöfen, brauchen wir da auch Stellplätze. Es gibt die längst, es gibt Firmen, die das professionell herstellen. So teuer ist das gar nicht, sozusagen Gitterkäfige, die man da dann für das Fahrrad einzeln aufstellt, Gitterboxen an den S-Bahnhöfen zum Beispiel. Aber das ist ein wichtiger Ergänzungspunkt, weil man sonst eben das im Zweifel auch nicht macht. Wir brauchen auch beim Fahrrad, das ist mir vielleicht nochmal wichtig, dass man sich das klar macht. Das Fahrrad ist tatsächlich finanziell gesehen, wirtschaftlich, das zweitgünstigste Verkehrsmittel. Das günstigste ist zu Fuß gehen. So, das ist aber bei größeren Strecken nicht immer Mittel der Wahl. Aber das zweitgünstigste ist das Fahrrad. Ne? Es fallen keine Steuern an, keine Abgaben, es fallen keine Benzin oder eben ähnliche Treibstoffkosten an. Also insofern ist es auch ein sozialen wichtiger Aspekt, unter sozialen Gesichtspunkten Fahrradverkehr besser zu fördern. Letzter Punkt, wir dürfen auch die Lastenräder nicht vergessen, finde ich. Gerade Lastenräder in der Kombination mit E-Mobilität, also mit Elektroantrieb, können tatsächlich in vielen Bereichen auch Transportmöglichkeiten ersetzen. Wenn ihr zum Beispiel die Deutsche Post sieht, die ist nicht nur mit den Elektroscootern, sondern auch mit E-Lastenrädern unterwegs. Das heißt, natürlich sind das keine Schwerlasten, aber kleinere Lasten kann man da eben auch sehr gut und kostengünstig mit transportieren. Okay, dann sind wir noch auf Ihre Meinung gespannt, Herr Limburg. Nee, ich bin Marquardt. Es tut mir leid. Wenn er zweimal reden darf, kriege ich drei. Aber okay. Wir werden häufig ja, das kennen wir, wie Brüder. Wie die Linke möchte schon in die Richtung autofreier Innenstädte. Warum? Wir geben unglaublich viel Platz in den Innenstädten für die Kfz her. Das bedeutet einfach, dass viel, viel Fläche, die wir einfach für das Leben in einer Stadt, für auch grüne Inseln und Ähnliches nutzen könnten, heute mit Parkplätzen und ähnlichem Vollpflastern. Autos brauchen einfach viel Platz. Und wenn wir uns angucken, welche Autos immer mehr gefahren werden, auch immer mehr. Von daher, den Platz, glaube ich, könnten wir besser nutzen. Wir brauchen dann Konzepte, natürlich. Gucken, dass wir mit Taxis, mit Bussen und sowas noch in die Städte kommen, damit weitere Wege zurücklegbar sind. Man muss aber auch gucken, wenn man gerade mit mediterranen Gegenden vergleicht, wo Städte sagen, wir haben komplett auf Fahrräder umgestellt, dass wir dieses Wetter nicht immer haben. Man sagt immer so schön, Deutschland hat 6 Monate Winter und in den anderen 6 Monaten keinen Sommer. Dass man auch
das so hinbekommen kann, dass die Leute sagen, ich nutze das Fahrrad. Das ist für ganz weite Strecken zu arbeiten. Für viele, glaube ich, die werden es nicht machen, weil sie dann eventuell verschwitzt auf der Arbeit ankommen. Dort gibt es nicht die Stellplatzmöglichkeiten oder ähnliches. Man muss ein Konzept kriegen, wie kriegen wir das hin? Aber Ihre Frage war ja für den Ausbau in den Städten. Da muss man gucken, dass man Fahrradstraßen bekommt. Ich finde eine Idee wie eine Fahrradschnellstraße super interessant. Gucken wir uns aber an, dass es Pop-up-Radwege gibt oder aber auch die Möglichkeit, in Städten praktisch eine Fahrradstraße zu machen, wie wir sie in Hameln haben. Ich bin neulich hinter einer Fahrradfahrerin hergefahren, es war etwas später und ich durfte nicht überholen, weil es ist ja eine reine Fahrradstraße. Bitte kommen Sie auch zum Schluss. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Ich finde, wenn wir solche Straßen machen, dann ausschließlich für Fahrradfahrer, weil das ist auch der Sicherheitsaspekt. Herr Schrops, es tut mir sehr, sehr leid, aber wir haben noch eine Frage aus dem Livestream. Die Frage aus dem Stream wäre, wie es mit der Bussituation aussieht. Also gerade wie hier auf dem Dorf, wir haben nicht so viele Busverbindungen, nicht so gute Busverbindungen und ja, da, ja. Die Frage geht auch an mich, oder? Ja, scheinbar. Ja, also das ist natürlich nicht ganz, also im ländlichen Raum, wir haben jetzt gerade so ein bisschen darüber diskutiert, es trifft sehr stark sozusagen auch den urbanen Bereich. Bei uns gibt es ja auch urbane Bereiche, die sind vielleicht nicht wie in Hannover, aber in Hameln und Holzminden haben wir die auch. Und ich glaube, da ist für die kürzeren Strecken eben der Ausbau im Fahrradbereich unglaublich wichtig. Wir werden im Weserbergland nichtsdestotrotz nicht umhin kommen. Und auch wenn Frau Wulff bisher noch nie ein Auto besessen hat, wenn sie das so sagt, sie wird, wenn sie hier unterwegs ist im Wahlkampf, nicht umhin kommen mit dem Auto, eben auch mal zwischen Langenfeld bei Hessisch-Oldendorf und Bodenfelde ganz im Süden in diesem Wahlkreis mit dem Auto unterwegs zu sein. Möglichst. Ich bin mit dem Auto unterwegs, aber ich besitze es nicht. Genau, nee, darum geht es mir nur. Also man wird nicht alles sozusagen mit Fahrrädern machen können, sondern man wird auch andere Verkehrsmittel brauchen. Es gibt aber eben einen Unterschied zwischen den urbanen Bereichen, gerade auch was den ÖPNV angeht und den ländlicheren Bereichen. Wir werden hier keinen ÖPNV auf die Beine stellen können, der dieselbe Taktung hat, wie es beispielsweise in einer Großstadt wie in Berlin der Fall ist. Wenn ich da aus dem Haus gehe, gucke ich gar nicht mehr auf den Plan, sondern ich stelle mich an die Bushaltestelle oder an die Straßenbahnhaltestelle und da kommt irgendwas in den nächsten 2-3 Minuten, das mich in die richtige Richtung bringt. Das ist hier in Hameln manchmal anders. Am Anfang, als ich neu gewählt wurde in den Bundestag und bin dann mit dem Zug von Berlin nach Hameln gefahren und ich stand am Bahnhof, habe ich, weil ich das aus Berlin aus der Woche sozusagen so drin hatte, dass ich einmal nur zur Bushaltestelle gehen musste, stand ich hier manchmal abends und habe noch eine Dreiviertelstunde auf den Bus gewartet, der mich nach Hause gebracht hat. Das geht im ländlichen Raum so nicht, aber es gibt da eben auch Möglichkeiten. Und da müssen wir vor allen Dingen aus meiner Sicht die Kommunen, das heißt die Landkreise und die Städte und Gemeinden, befähigen, das umzusetzen. Und dafür müssen wir sie mit guten Finanzen ausstatten. Und das ist nochmal eine schwierige Frage, die wir eben auch im Finanzausschuss behandeln, dass die Kommunen finanziell richtig ausgestattet sind. Ich komme zum Ende. In Hameln-Pyrmont haben wir das beispielsweise gemacht und die die Kosten für Tickets um 35% gesenkt und um 15% gesteigert. Das kostet viel Geld, ist aber, glaube ich, für alle Menschen. Also nur weil Sie sagen, dass Sie zum Schluss kommen, heißt das nicht, dass Sie es auch tun. Das sagt mir Petra Pau im Bundestag auch immer, wenn ich da eine Rede halte. Deswegen komme ich jetzt tatsächlich zum Schluss. Vielen Dank. Ja, dann gerne. Ja, genau. Also du hattest das gerade gesagt, Johannes, dass wir hier im Landkreis die Preise für die Monatskarten deutlich gesenkt haben. Was bringt mir aber ein Monatsticket für 25€, wenn der Bus nicht fährt? Ich glaube, das ist doch der Punkt, wo wir als erstes rangehen müssen, gerade in den ländlichen Strukturen hier im Landkreis. Da müssen wir, glaube ich, auch gerade zum Beispiel an Technologien, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz rangehen, dass wir auch, das hängt ja auch stark mit der Digitalisierung zusammen, dass wir ein flächendeckendes 5G generierender Region bekommen, dass wir auch beispielsweise Technologien wie Moja, die ja schon in Hannover fahren, auch hier vor Ort hinbekommen, dass wir ein ÖPNV-Konzept auf Abruf bekommen, dass wir zum Beispiel eine App haben, wo wir sagen, ich möchte am Samstag um 23 Uhr von Hameln zum Beispiel hier nach Salzhemdorf fahren, dass ich das in die App eingebe, nach 10 Minuten kommt dann zum Beispiel ein autonom fahrender Bus oder für die Übergangszeit ein Bus mit Busfahrer natürlich, der dann auch am Wochenende in den Abendstunden den ÖPNV-Verkehr sicherstellt, weil am Ende hilft es ja auch nichts, wenn wir hier in den Dörfern eine Taktung von halbstündigen ÖPNV rund um die Uhr haben, wenn am Ende nur 2-3 Leute im Bus sitzen. Deswegen glaube ich ganz klar ÖPNV on demand, dass man überall dann, wenn man möchte, umherfahren kann und das flexibel und umweltfreundlich.
Vielen Dank. Ich sehe hier eine Meldung bei Herr Limburg. Dann fangen Sie gleich einmal an. Ich mutmaße, dass Sie es nicht erleben werden, dass zu einer Frage einer von uns nicht sagen möchte. Nein, ist ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht, das ist ja dann doch auch ganz spannend, was man so lernt bei solchen Podiumsdiskussionen, Frau Wulff. Ich habe tatsächlich mal ein Auto besessen, ein VW Jetta, Baujahr 83. Anfangszeiten, seit der dann irgendwann in den Ruhestand gegangen ist, aber nicht mehr, sondern seitdem machen wir gegebenenfalls Carsharing. Ich versuche auch, wenn ich politisch unterwegs bin, sehr viel Bus zu fahren, auch im ländlichen Raum, weil es mir auch darum geht, selber sozusagen zu erfahren, so wie ist das hier, wie lange brauche ich eigentlich dafür, wie stehe ich hier, wie voll ist der Bus? Und das ist natürlich so, dass gerade außerhalb der Schulzeiten, also Wochenende, Abends, Ferienzeiten, ist das halt oftmals nicht möglich. Und da muss ich eben doch das Carsharing-Auto nehmen. Also insofern brauchen wir, glaube ich, auch müssen wir auch da so ein bisschen den Augenmerk drauf lenken. Natürlich wird der Busverkehr bei uns auf dem Land ganz überwiegend sozusagen mit dem Schulbusverkehr dann auch ja finanziert und organisiert. Das ist aber allein nicht ausreichend, natürlich nicht. Insofern ist es letztlich, da gebe ich Herrn Schraps völlig recht, letztlich eine finanzielle Frage. Die Kommunen müssen so ausgestattet sein, dass sie sich das leisten können, weil der öffentliche Personennahverkehr kann mindestens in den Anfangszeiten, wenn man was neu starten möchte, nicht kostendeckend organisiert werden. Das geht einfach nicht, sondern es ist eine öffentliche Aufgabe, für Mobilität zu sorgen und das dann auch mit öffentlichen Geldern zur Verfügung zu stellen. Also insofern ja, natürlich, wir brauchen einen Busausbau, aber ich gebe Herrn Mönkemeyer recht, wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir die Busse und ÖPNV größenmäßig auch zum Beispiel anpassen. Es muss nicht immer der größte Bus zu jeder Tageszeit fahren. Es gibt verschiedene Größen, die dann noch weniger Energie verbrauchen. Also, dass man da ein bisschen mit Augenmaß vorgehen guckt, okay, was brauchen wir wo, an welcher Stelle, bisschen zielgenau. Anruf-Sammeltaxen hießen die früher, jetzt heißen die, glaube ich, On-Demand, aber auch das ist eine gute Ergänzung, weil die eben nicht immer fahren, sondern wirklich nur fahren, wenn jemand tatsächlich auch fahren möchte. Herr Marquardt, besteht Ihre Meldung noch? Ja, selbstredend. Da kann ich mich tatsächlich nochmal anschließen. Das wird es nicht geben, dass wir es nicht tun. Dabei ist, glaube ich, wichtig, dass wir einen massiven Ausbau im öffentlichen Nahverkehr machen. Das heißt, mehr Busse, öftere Taktung. Es ist momentan einfach auch in vielen Regionen in Deutschland total unattraktiv, sich überhaupt auch einen Busfahrplan anzugucken. Weil wenn der nur alle Stunde oder alle zwei Stunden fährt, der Bus, ja, dann habe ich daran kein Interesse. Also, weil ich dann meine Tagesplanung danach nicht richte. Das ist einfach nicht realistisch. Deshalb ist natürlich auch, dass Busse oft leer fahren. Also, das ist eine, wenn das Verkehrsmittel nicht attraktiv ist, dann beschäftigen sich die Leute dann nicht mit. Wenn wir aber sagen, wir wollen ökologischen Nahverkehr haben, wenn wir sagen, wir wollen CO2 einsparen, wenn wir aber sagen, wir wollen die einzelnen Kfz, also dass jeder Mensch mit Tonnen von Stahl um sich rumfährt, das ist einfach ökologischer Irrsinn ist. Wenn wir das vermindern wollen, dann müssen wir den Nahverkehr ausbauen. Das heißt, mehr Busse, natürlich gucken, welche Busse setzen wir wo ein. Wir müssen attraktive Takterung, attraktivere Fahrpläne haben, weil ansonsten werden sich die Leute damit nicht beschäftigen, denn dann ist das ein Hindernis oder ein Risiko. Wer heute sagt, ich plane meinen Berufsalltag mit Pendeln, muss Puffer einplanen und zwar gewaltig. Es wurde vorhin so schön gescherzt, es gibt die Bahn 5 Minuten, wir sind in 5 Minuten da oder von der Straßenbahnhaltestelle. Solange das ein Witz ist und man darüber lacht, ist das System nicht attraktiv. Ich bin dafür, wir bauen das massiv aus. Dann würde ich jetzt zuletzt das Wort an Sie geben, Frau Wulff. Ja, vielen Dank. Also vielleicht vorweggestellt, kein Auto zu besitzen war nie ein politisches Konzept bei mir, sondern einfach hat sich einfach ergeben. Es war die günstigste Art, wenn man in einer Innenstadt lebt, kann man sich das leisten. Das ist kein Problem bei den kurzen Wegen. Ich weiß nicht, irgendjemand hat es gesagt, die meisten Wege sind unter 5 Kilometer. Das kann man mit dem Rad machen, den Rest macht man mit Carsharing. Das ist am günstigsten und vor allen Dingen spart man sich die Parkplatzsuche in der Innenstadt. Auch ein Riesenproblem. Also es war kein politisches Konzept, es hat sich in Anführungsstrichen so ergeben und natürlich fahre ich jetzt hier im Landkreis auch sehr, sehr viel Auto für die ganzen Termine, die ich derzeit wahrnehme. Aber was ich sagen wollte ist, und das gilt natürlich für ÖPNV, was ein ganz zentrales Thema ist, wir müssen darüber nachdenken, welche zukunftsweisenden Technologien können wir einsetzen, um ÖPNV zu verbessern. Da sind, glaube ich, unsere Förderstrukturen momentan noch nicht so, wie sie sein könnten. Also es gibt ja diese On-Demand-Verkehre beispielsweise in Pilotprojekten. Das ist aber ökonomisch
auf dem Land einfach nicht abbildbar. Und deswegen brauchen wir Förderung und Unterstützung, damit wir On-Demand-Verkehre, damit wir moderne Mobilitätsformen auch im ländlichen Raum ermöglichen. Ich finde, Moja in Hannover, wer es schon mal gesehen hat, ist super, wenn da jetzt goldene Busse durch die Stadt fahren. Aber der Sinn und Zweck von Moja ist im Moment, dass man von einem sehr wohlhabenden Stadtteil Kirchrode schneller und günstiger zur Oper in der Innenstadt kommt. Etwas polemisch ausgedrückt. Das löst für uns überhaupt kein Problem. Wir lösen nur ein Problem, wenn wir es schaffen, dass beispielsweise ältere Menschen länger im ländlichen Raum wohnen können, weil wir die Mobilität, den ÖPNV, On-Demand-Verkehre zum Beispiel verbessert haben. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, sonst würde ich noch ein bisschen über Schengen-Modelle im ländlichen Raum reden. Auch das ist möglich. Wir dürfen einfach die ländliche Bevölkerung von diesen innovativen Entwicklungen nicht abkoppeln. Ja, dann kommen wir nochmal zu unserem letzten Thema im Bereich Infrastruktur. Ein doch sehr unterschiedliches, denn wir wollen nochmal auf die digitale Infrastruktur, gerade hier im ländlichen Bereich, eingehen. Während der Corona-Pandemie haben wir auch während des Homeschoolings gemerkt, dass die Internetleitungen doch etwas älter sind und wir dementsprechend relativ häufig Verzögerungen, Online-Unterricht nicht richtig haben konnten. Und dementsprechend ist unsere Frage, sollte der Breitbandausbau verpflichtend sein? Und wenn ja, wie würde das Ganze ablaufen, wenn Ihre Partei gewählt werden würde, beziehungsweise an der Regierung beteiligt ist? Gerne frei. Ich denke, Herr Mönkemeier würde da gerne zu reden. Genau, also 2017 hatte die FDP ja plakatiert, digital first, Bedenken second. Damals, vor 4 Jahren, wurden wir dafür noch belächelt. Ich glaube, heute, spätestens jetzt nach Corona, hat man gesehen, dass wir schon vor 4 Jahren recht hatten, dass wir das Glasfasernetz in Deutschland hätten deutlich schneller ausbauen müssen. Dazu braucht es zum einen ein Digitalministerium, wo alle Kompetenzen gebündelt werden, dass wir nicht irgendwelche Planungswirrwarrs haben, wo es dann 10 Jahre dauert, bis irgendwo mal ein Glasfaserkabel verlegt werden darf. Das kann nicht sein. Wir müssen in Deutschland da wieder zu mehr Geschwindigkeit kommen. Dann brauchen wir wirklich auch 5G und Glasfaser an jeder Milchkanne, nicht wie es die CDU-Bildungsministerin Karliczek gesagt hatte, dass wir den ländlichen Raum dort nicht abdecken müssen. Das ist überhaupt gar nicht der richtige Weg. Gerade hier im ländlichen Bereich ist es wichtig, auch Glasfaser an jedes Haus zu bekommen, damit auch beispielsweise Homeoffice, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Homeschooling überhaupt möglich ist. Und hätten wir schon vor 4 Jahren damit angefangen, Glasfaser in jedes Haus in Deutschland zu legen, dann hätten wir uns viele Probleme gespart. Gerade auch beispielsweise im Bildungsbereich, eine digitale Lerncloud gibt es immer noch nicht. Überall haben wir noch 16 verschiedene Konzepte in den Bundesländern, da muss es auch unbedingt mal zu mehr Tempo geben, dass wir auch die Chancen der Digitalisierung nutzen, damit zu mehr Lebensqualität, auch zu mehr Umweltfreundlichkeit kommen. Wenn man zum Beispiel im Homeoffice ist, spart man sich natürlich den Weg zur Arbeit, und da müssen wir unbedingt bundespolitisch zu mehr Tempo kommen. So, Frau Wulff, Sie haben nun eben schon leichte Meinungen Blick geäußert. Ich würde Sie nun ganz gerne. Ja, ich habe so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, weil Herr Mönkemeier sagte, es gibt keine Bildungscloud. Wir haben in Niedersachsen eine Bildungscloud, aber das führt vom Thema jetzt zu weit weg, weil wir über Breitbandausbau reden können. Wir haben landespolitisch ein Digitalministerium eingerichtet als CDU, das Wirtschaftsministerium sozusagen aufgestockt. Wir haben 1 Milliarde Sondervermögen gegeben für den Breitbandausbau. Ich weiß jetzt, ich kann schon so ein bisschen antizipieren, dass Herr Schrapp sich gleich wieder den Herrn Scheuer vornimmt. Ich möchte aber darüber diskutieren, wo liegen die Lösungen und wo liegen eigentlich die systematischen Probleme beim Thema Breitbandausbau? Warum haben wir das noch nicht und warum haben das andere Länder? Wir haben auf einen privatwirtschaftlichen Ausbau gesetzt. Diese Entscheidung, die vor vielen, vielen Jahren getroffen wurde, die ist nicht oder schwer unumkehrbar. In Teilen haben wir staatliche Netze, zum Beispiel Universitätsnetze etc. Ich glaube tatsächlich, der Hauptakteur in diesem ganzen Konglomerat ist die Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom, und da müssten die Fact-Checker jetzt bitte einmal gucken, gehört zu großen Teilen der Bundesrepublik Deutschland. 32,1%, vielen Dank, das ging fix. 32,1% der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, wir müssen mehr Druck ausüben auf die Deutsche Telekom. Und gleichzeitig müssen wir auf Bundes- und auf Landesebene
zusehen, dass wir dort, wo Wirtschaftlichkeitslücken sind, Förderprogramme bekommen, damit wir auch die letzte Milchkanne oder die Milchkanne ans breitbandige Internet anbinden. Ich will nur sagen, die Landwirtschaft ist übrigens die digitalste Branche überhaupt. Da ist eine ganze Menge schon passiert. Auf Landesebene haben wir das gemacht. Wir haben das Wirtschaftlichkeitslückenprogramm geschaffen. Ist nicht immer ganz einfach. Ich kann jetzt leider nicht mehr darüber sagen, aber ich könnte. Vielleicht kriegen wir gleich noch einen kleinen Schlagabtausch, dann können wir noch was ergänzen. Ja, ich denke, Herr Marquardt hat auch schon angesprochen, dass Andreas Scheuer jetzt seine große Zielscheibe wird. Dementsprechend lassen wir ihn jetzt mal los. Ja, mal gucken. Ich wollte auch noch mal auf die Aussagen von Frau Wulff eingehen, weil es hat die Union aber in den vergangenen 16 Jahren niemand daran gehindert, diese Schritte zu gehen, außer die Union selbst. Und da natürlich auch unser sehr verehrter Herr Scheuer, sondern ganz im Gegenteil. Es wurde verschlafen. Es ist Frau Karliczek, die sagt, wir müssen nicht jeden Ort anschließen. Das sind die Auswirkungen der letzten Jahre. Wir haben es gesehen in der Pandemie, dass die Leute immer mehr Probleme haben, zu sagen, mit den gängigen Mitteln haben wir Probleme. Es gibt Ortschaften, die sagen, Streamingdienste, schön und gut, aber die erreiche ich gar nicht. Homeschooling oder Homeoffice, wobei ich beim Homeoffice als Gewerkschaftssekretär eine gewisse Position zu habe und das nicht immer grenzenlos befürworte. Aber wir haben Betriebe, für die ist der Standort wichtig. Phoenix Contact baut eigene Funkmäste, weil die sagen, wir haben hier so ein scheiß Netz in der Erde. Wir haben Betriebe in Großberkel, die sagen, wir müssen mal gucken, ob wir hier den Standort weiterhalten, weil einfach die Datenverbindungen zu schlecht sind. Wir haben hier einen Standortvorteil verschlafen. Wir sind, glaube ich, beim Netzausbau hinter Moldawien, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist einfach gruselig, was wir da verpennt haben. Und jetzt kann man sich nicht hinstellen und sagen, das kriegen wir alles hin, das regeln wir in Zukunft. Nein, das ist die Politik der letzten Jahre, wo es verschlafen wurde. Und das sind Aussagen wie, wir müssen nicht jede Milchkanne anschließen. Die sind genau der Grund, warum wir da stehen, wo wir jetzt stehen und diese Probleme haben. Haben Sie eine Lösung vorgeschlagen, Herr Marquardt? Wir müssen deutlich mehr Ausbau betreiben und wir müssen diesen Ausbau. Habe ich ja auch gesagt. Die hätten Sie nur 16 Jahre auch machen können als Union. Es hat Sie niemand geändert. Auch auf Landesebene war es jetzt nicht so, dass sich irgendwelche anderen Parteien dagegen gestellt haben und gesagt, nee, Ausbau, digitaler Ausbau, das wollen wir nicht. Es war die Union, die das hätte machen können und einfach nicht getan hat. An der Stelle möchte ich dann noch einmal eingreifen. Ich entschuldige mich. Vor knapp 40 Jahren, 1981, wurde nämlich unter Helmut Schmidt der Glasfaserausbau für Westdeutschland beschlossen, der es vorgesehen hat, bis 2015 Glasfaser an jeden Haushalt anzuschließen. Ein Jahr später wurde unter Schwarz-Gelb dann dieser Glasfaser-Ausbauplan wiederum abgeschafft und stattdessen Telefonkabel eingebaut, Koaxialkabel. Und dementsprechend sind die Vorwürfe hier in den letzten 16 Jahren also durchaus berechtigt. Darf ich was dazu sagen? Gerne. Weil, wenn man angegriffen wird, muss man eine Chance haben, sich zu sagen. Natürlich. Genau. Wissen Sie, Politik ist nicht immer perfekt. Und ich will auch nicht sagen, und das trifft, glaube ich, auf keine Partei zu. Jede Partei hat mal Entscheidungen getroffen, und das können wir uns hier gegenseitig häufig vorwerfen und sagen, ja, da habt ihr mal was falsch gemacht, da habt ihr was mal gemacht. Diese Entscheidung hat uns strategische Nachteile gebracht, die gravierend sind. Das will ich überhaupt nicht verleugnen an dieser Stelle. Die Frage ist aber jetzt, wenn man sozusagen eine Fahrtabhängigkeit hat, wie kommt man aus dieser Fahrtabhängigkeit raus? Und was sind die Lösungen, die wir haben? Und deshalb sage ich, A, Deutsche Telekom mehr in die Zange nehmen, ist ein Staatskonzern. B, Wirtschaftlichkeitslücken schließen durch zielgerichtete Programme. Und übrigens auch die weißen Flecken schließen durch Funkmasten. Ne? Das ist das eine, wir brauchen das Glasfaserkabel und wir brauchen die Funkmasten. Und die Vorwürfe, die können wir uns jetzt alle gegenseitig machen. Ich glaube aber, es ist Zeit, über die Lösungen zu reden und Lösungen vorzuschlagen. Und da habe ich etwas Konkretes vorgeschlagen. Und auch natürlich mit meinem landespolitischen Hintergrund haben wir gezeigt, dass wir was gemacht haben. Nur ganz kurz, ich war, bevor ich in den Landtag eingezogen war, beim Arbeitgeberverband. Und in den 4 Jahren, in denen dort eine andere Landesregierung war, war ich nicht einmal für eine Stellungnahme eingeladen zum Thema Digitalisierung.
Also ich glaube, diese Schuldzuweisungen, die bringen uns hier nicht weiter. An der Stelle, es war, Herr Schraps, ich weiß, Sie schütteln mit dem Kopf, aber es war tatsächlich kein Thema im Landtag und es ist durch die Landesregierung jetzt auf die Agenda gesetzt worden. Aber wie gesagt, ich glaube, die Schuldzuweisungen bringen uns an dieser Stelle nicht weiter. Wichtig ist, welche Lösungen haben wir in der Situation, in der wir jetzt sind? Sie sind ja nun gerade schon auf Herrn Schraps eingegangen, dem würde ich dann auch gleich einmal gerne das Wort übertragen. Ja, vielen Dank. Also bereits mehrfach. Und ich finde, man muss das einfach auch so deutlich benennen. Und es hat auch überhaupt nichts mit Schuldzuweisungen zu tun, sondern mit einem ganz klaren Fakt, den man benennt. Und ich sag mal, klar, setzt man sich hin und jede Partei macht vielleicht an der einen oder anderen Stelle im politischen Raum auch Fehler. Aber das, was ich daran nicht in Ordnung finde, ist, dass man sich dann hinsetzt und sagt, ja, man braucht Breitbandausbau, man muss das unbedingt machen, man muss alle anschließen, macht es aber nicht. Oder man setzt sich hin und sagt, man muss erneuerbare Energien ausbauen, macht dann aber so, wie es in Bayern beispielsweise gemacht wird, eine 2000 Meter Abstandsregelung und kann dann eben nichts bauen. Mehr als Prosa ist das von CDU, CSU eben nicht. Und das, was hier in der Runde eben auch ganz deutlich wird, und das ist, da bin ich eigentlich ganz dankbar dafür, dass diese Diskussion das auch zeigt, ist, dass es einen Teil der Bundesregierung gab, wo hart gearbeitet wurde in den letzten 4 Jahren. Und es gab einen Teil der Bundesregierung, wo eben sehr, sehr, sehr wenig passiert ist. Und da gehört dieser Breitbandausbau ganz klar dazu. Es gibt ein Ministerium, das heißt Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und wenn sich da jemand eben nur auf die Maut und auf, ich sag mal, Verkehrsautothemen fokussiert, dann passiert natürlich in den anderen Bereichen tatsächlich auch überhaupt nichts. Und gerade für eine ländliche Region wie uns hier im Weserbergland ist der Infrastrukturausbau, gerade beim Breitband, gerade bei der digitalen Infrastruktur, eminent wichtig, damit wir hier nicht abgehängt werden. Weil wir haben eine wunderschöne Region, wo man toll leben kann mit den Höhenzügen, die wir hier haben. Aber wir brauchen die infrastrukturelle Anbindung. Und wenn man in Hohlenberg oder im Hellental oder in Langenfeld oder Friedrichsburg oder wo auch immer lebt, dann braucht man da eben auch die Voraussetzungen, um beispielsweise Homeoffice zu machen oder Arbeitsplätze anbieten zu können bei Lenze, Simreis oder wo auch immer. Und da kann sich die CDU wirklich nicht aus der Verantwortung stehlen. Vielen Dank. Einen Satz möchte ich nochmal zu den Ausführungen von Herrn Schraps und der SPD generell sagen. Also man denkt ja nach den ganzen Ausführungen heute, dass die SPD in den letzten 4 Jahren gar nicht in der Bundesregierung war. Immer nur Kritik an der Arbeit der Bundesregierung. Doch, aber in den Ministerien, in denen wir was zu sagen hatten, da haben wir auch gute Arbeit geleistet. Ja, aber die SPD hätte ja auch den Einfluss auf die CDU in den anderen Ministerien leisten können. Und wir sind in eine Regierung gegangen im Gegensatz zur FDP. Ja, weil wir prinzipientreu waren, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Diskussion, die wir heute gar nicht ausbreiten müssen. Es tut mir sehr leid, dass wir diese hitzige Diskussion hier jetzt leider unterbrechen müssen, aber wir haben es sehr eilig. Wir würden nämlich ganz gerne zum nächsten Thema übergehen. Achso, haben wir Sie übergangen? Ja, oh, bis jetzt schon. Ist alles tut mir sehr leid. Dann, ja, alles gut. Aber es ist nicht so, dass Grüne dazu keine Auffassung hätten. Also zum einen auch wenn es mehrere gesagt haben, es ist ein elementarer Standortfaktor sowohl für das Leben von uns allen, für unser Privatleben, als auch für Firmen hier im ländlichen Raum, dass es einen Breitbandausbau gibt. Herr Marquardt hat das gesagt. Jeder kleine Betrieb ist darauf angewiesen, dass die Internetverbindung funktioniert. Mir haben Firmen gesagt in den vergangenen Jahren aus dem ländlichen Raum, wir können hier keine Rechnung per E-Mail verschicken, weil das Hochladen der PDF so lange dauert. Und dann, genau, dann bleibt eben, wie Herr Marquardt gesagt hat, irgendwann nur noch die Wahl. Also entweder macht ihr das jetzt schnell oder wir gehen weg. Zweiter Punkt, auch das Frau Wulff, kann ich Ihnen als Mitglied der Unionsfamilie nicht ersparen. Natürlich ist es ein Riesenproblem, dass insbesondere die CSU in den vergangenen Jahren dieses Ministerium hatte. Und das Wichtigste vielleicht nach dieser Wahl ist, dass nie mehr die CSU dieses Ministerium in die Hände kriegen darf. Mir hat ein Landrat erzählt vor ein paar Jahren, es gab, nageln Sie mich nicht auf das Jahr fest, ein Förderprogramm, wo sich 100 Landkreise bewerben konnten nach dem Windkundenprinzip für Förderung für Breitbandausbau. Zufällig waren von den 100, die dann am schnellsten waren, rund 90 aus Bayern. Ne, wer da an Zufall glaubt, bei einem CSU-geführten Ministerium, ist, glaube ich, sozusagen nicht ganz auf der Höhe. Also da werden dann Bundesgelder gezielt umgeleitet und das ist etwas, was dringend gestoppt werden muss. Letzter Punkt zur Lösung. Ich finde, möchte das doch noch ein bisschen härter sagen als Sie, Frau Wulff. Ich finde, es war ein politischer Fehler, bei der Breitbandinfrastruktur auf die Privatwirtschaft zu setzen. Das haben wir zu Recht bei der Bahninfrastruktur nicht gemacht. Das machen wir nicht bei der Autoinfrastruktur. Und es war ein Fehler, es bei der Breitbandinfrastruktur zu machen. Und ich finde, letztlich müssen wir dann auch so konsequent sein, wenn der Druck, den wir angesprochen haben, auf Firmen und Förderprogramme nicht auch wirken, für Sie gilt, dann darf nur, es kein... Sie sagen, es ist der dann, letzte Punkt, müssen dann, Sie den auch als letzten Punkt nennen. Dann darf es kein Tabu sein, eine staatliche Gesellschaft zu gründen und da, wo es Lücken gibt, dann eben mit staatlichen Mitteln und staatlicher Planung einer staatlichen Gesellschaft den Breitbandausbau zu machen.
machen. Das muss in letzter Konsequenz dahinter stehen. Wir haben andere Beispiele, Gasnetze, Stromnetze, wo der Staat auch privatisierte Netze wieder zurückgekauft hat. Das ist nicht unmöglich und davor dürfen wir dann nicht zurückschrecken. So viel Staatswirtschaft hat ja in der DDR schon sehr gut funktioniert. Entschuldigen. Um jetzt nochmal zurückzukommen, wir müssen jetzt leider die Redezeit auf 60 Sekunden begrenzen, da wir zeitliche Probleme bekommen und sonst nicht alle Themen durchbekommen. Und leider werden wir dann auch nur jeder einen Beitrag, kann hier dann nur jeder einen Beitrag geben. Dementsprechend kommen wir nun zum dritten Punkt, das ist nämlich die internationale Sicherheit. Und da ist dann die Frage, wie sehen Sie die Rolle Deutschlands in der internationalen Außenpolitik und Sicherheit? Herr Marquardt, würden Sie dann bitte einmal gerne beginnen? Ja. Die Linke ist ja erstmal eine Friedenspartei, dazu stehen wir auch. Wir sind erstmal gegen Bundeswehreinsätze im Ausland. Gerade diese, die kein Mandat haben, das hat ja immer mehr zugenommen, dass auch die Bundeswehr sich an Einsätzen beteiligt, die kein UN-Mandat haben. Ich finde, das ist eine Katastrophe. Dann schönen Gruß an die tatsächlich an die Parteien, die immer mehr sagen, wir müssen uns international an die Seite der USA stellen, wir müssen uns in Kriege, an Kriegseinsätzen beteiligen. Wir sehen, was in Afghanistan jetzt passiert. Wir ziehen uns nach 20 Jahren zigtausend Toten, wirtschaftlichen Schäden in diesem Land zurück. Und weil wir es nicht schaffen, außerhalb dieser Kriegseinsätze dafür zu sorgen, dort den Menschen zu helfen, sie wirklich zu unterstützen bei einem Neuanfang und Wiederaufbau, sind die Taliban direkt auf den Fußspuren der Soldaten. Das bedeutet, oh Gott, 60 Sekunden sind zu kurz. Also wir lehnen Auslandseinsätze ab, konsequent. Dann würde ich gleich hier gerne einmal mit... Alles klar. Die beste Sicherheitspolitik ist eine Politik, die verhindert, dass es zu Krisen kommt. Das mag idealistisch und naiv klingen, aber Klimaschutzpolitik, Umweltpolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Förderung, Schutz natürlicher Ressourcen können alle dazu beitragen, dass Konflikte in vielen Teilen der Welt gar nicht erst entstehen. Also wir müssen einen viel größeren Schwerpunkt auf die zivile Krisenprävention legen. Wir sind nicht generell gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Es gibt viele Einsätze, wenn ihr an Bosnien denkt, zum Beispiel, oder auch an Kambodscha in den vergangenen Jahren, die sehr stark zur Stabilisierung, zu Frieden oder auch in Mazedonien beigetragen haben. Also ich finde, man muss sehr differenziert sich anschauen. Wenn man Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze schickt, dann muss man aber vorher ein klares Ziel definieren, ein realistisches Ziel und dieses Ziel nicht dauernd wieder verändern, wie das im Afghanistan-Einsatz passiert ist. Und schließlich muss man, wenn die Soldatinnen und Soldaten dann zurückkommen, sie auch angemessen ehren. Ich finde es beschämend, dass die letzten Soldatinnen und Soldaten bei uns in Niedersachsen im Fliegerhof Wunstorf angekommen ist. Weder die CDU-Verteidigungsministerin war da, noch ihr Staatssekretär. Und sie hat die Obleute des Verteidigungsausschusses am Abend vorher darüber informiert, dass die morgen übrigens kommen. Das ist wirklich beschämend. So kann man nicht mit Menschen umgehen. Ja, da kamen schon einige Anschuldigungen in Richtung Union. Würden Sie dann darauf antworten? Ja, wir sind Kummern gewöhnt. Also, mir ist es sehr wichtig, tatsächlich, dass Deutschland erstmal eine selbstbewusste Rolle innerhalb Europas übernimmt. Und wir uns auch darüber Gedanken machen, wie können wir eine europäische Armee fördern und eine europäische Verteidigungsstrategie aufsetzen. Weil wir gemerkt haben, als Donald Trump Präsident war und sagte, er möchte aus der NATO austreten, dass wir als Europäer sehr, sehr alleine dastanden. Ich halte auch Auslandseinsätze, wir haben eine Parlamentsarmee, das ist ein gutes System, durchaus für sinnvoll, wenn das Parlament hier an dieser Stelle sagt, es ist in unserem Sicherheitsinteresse. Ich bedauere sehr die Entscheidung, die in Bezug auf Afghanistan getroffen wurde. Dieser Abzug ist definitiv zu früh, das sagt Ihnen auch jeder Bundeswehrangehörige. Wir werden dort eine sehr, sehr traurige Entwicklung erleben, dass wir müssen unseren Beitrag dazu leisten. Wir sind ja leider nicht alleine auf der Welt, dass solche Entscheidungen nachhaltiger getroffen werden, dass auch im Sinne der Bundeswehr die Einsätze längerfristig sind. Und vielleicht nur einen Satz dazu. Die Verteidigungsministerin hat auf Wunsch der Bundeswehrsoldaten selber verzichtet, sie abzuholen, weil sie gesagt haben, wir wollen zurück, wir wollen zu unseren Familien. Doch, das haben auch Angehörige der Bundeswehr mehrfach bestätigt. Wir wollen jetzt erstmal nach Hause zu unseren Familien und wir freuen uns, wenn es einen Akt der Ehrung dann später gibt für alle Afghanistan-Soldaten und nicht für die letzten, die dann zurückgekehrt sind. Okay. Herr Schraps ist ja natürlich gleich schon drauf eingegangen, an den würde ich dann gerne einmal das Wort weitergeben.
Es ist total schade, dass so viele CDU-Ministerinnen und CSU-Minister hier so kritisiert werden, aber es ist einfach leider immer notwendig. Als Parlamentsarmee schicken wir die Bundeswehr tatsächlich in Auslandseinsätze. Das mache auch ich als Bundestagsabgeordneter, weil ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man international eingebunden ist, dass man da seiner Verantwortung eben auch nachkommt und das nicht anderen überlässt. Deshalb bin ich regelmäßig beispielsweise auch in Holzminden bei den Panzerpionieren. Das ist der einzige Bundeswehrstandort hier im Weserbergland. Und da ist mir eben was ganz anderes gesagt worden, als ich letzte Woche bei denen zu Gast war. Am Tag des Abzugs, als nachts sozusagen aus Afghanistan die letzten Soldatinnen und Soldaten wiedergekommen sind, weil auch aus Holzminden regelmäßig nach Mali oder nach Afghanistan Soldaten entsandt wurden. Und die haben mir was ganz anderes gesagt, dass nämlich dass eine Schutzausrede war der Verteidigungsministerin, sie wäre da oder die Soldaten hätten das nicht gewollt. Die Soldaten hätten sich sehr wohl darüber gefreut, empfangen zu werden und auch wir Bundestagsabgeordneten hätten uns sehr darüber gefreut, Bescheid zu wissen, gerade die einen Bundeswehrstandort in ihrem Wahlkreis haben und hätten es dann auch möglich gemacht, dort zu sein. Deswegen ganz schwacher Auftritt. Aber grundsätzlich zur internationalen Strategie. Das ist ein Grund, warum ich mich im Europa- und im Auswärtigen Ausschuss so intensiv engagiere, weil ich glaube, das Umfeld, in dem wir hier leben, das friedliche Umfeld innerhalb der Europäischen Union, ist nicht so selbstverständlich, wie es uns manchmal vorkommt. Und da muss man eine Menge für tun. Das sieht man auch an der Ukraine und an anderen Konflikten. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns da einbinden und einbringen. Und das versuche ich im Rahmen meines Mandats im Bundestag auch zu tun. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass wir als Deutschland, als deutsche Außenpolitik ganz klar für Menschenrechte, für Demokratie weltweit einstehen müssen in der Europäischen Union und darüber hinaus. In der Europäischen Union haben wir es in den letzten Jahren gesehen, dass beispielsweise in Ungarn, in Polen Oppositionelle die Pressefreiheit untergraben worden ist und viel zu lange gab es dort keine Konsequenzen, gab es dort auch keine großen Statements des SPD-Außenministers und auch darüber hinaus beispielsweise bei der Verfolgung von den Uiguren in China oder in Belarus die Konflikte. Ich glaube, dort muss Deutschland noch ein viel, viel stärkeres Statement in der Welt nach vorne bringen, dass wir auch wieder mehr Demokratie, mehr Menschenrechte weltweit fördern, das wie gesagt in der Europäischen Union und auch darüber hinaus. Und zum Thema Bundeswehreinsätze auch ganz klar, muss natürlich immer ein konkretes Ziel verfolgt werden und gilt es aber auch darum, natürlich auch vor Ort in den Ländern, wo die Auslandseinsätze sind, in Afghanistan beispielsweise, auch dort eine Infrastruktur zu fördern, dass es auch dann irgendwann mal im Idealfall ohne Bundeswehreinsätze dort wieder zur Demokratie kommen kann. So, vielen Dank. Wir würden dann gleich gerne einmal unser nächstes Thema ansprechen und zwar die Jugendpolitik. Das ist jetzt natürlich für unsere jüngeren Zuschauer im Livestream sehr interessant. Und zwar die Frage ist, sollte man das Wahlalter bei der Bundestagswahl von 18 auf 16 Jahren heruntersetzen? Herr Schraps, würden Sie bitte einmal dazu anfangen? Ja, wenn ich sonst viel und lange geredet habe, kann ich das ganz kurz mit Ja beantworten, weil ich der Meinung bin, dass man auch als 16-Jähriger, wenn man bei Kommunalwahlen oder bei Landtagswahlen schon die Möglichkeit hat, abzustimmen, das bei Bundestagswahlen mindestens genauso gut kann. Von daher ja, ich bin definitiv für die Absenkung des Wahlalters ab 16. Auch da wird es von Parteien verhindert, die Sorge haben, dass sie von dieser Wählergruppe möglicherweise nicht ganz so gewählt werden, wie das bei anderen Wählergruppen der Fall ist. Ich glaube, es kann sich jeder denken. Wir sind natürlich absolut neutral. Wer fühlt sich angesprochen? Ich würde was sagen, aber ich fühle mich nicht angesprochen. Das ist auch okay. Ich denke, ich kann es auch kurz machen. Ja, wir sind dafür, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Bei Kommunalwahlen ist es Standard in Deutschland. Bei Landtagswahlen gibt es mehrere Bundesländer, Niedersachsen leider nicht. Obwohl sich Grüne und SPD dafür eingesetzt haben und die FDP, um es mal positiv zu formulieren, nicht mal nur zu kritisieren, wer dagegen ist, sondern also die drei Fraktionen sind dafür, es auf 16 auch bei Landtagswahlen in Niedersachsen zu senken. Aber die Landtagswahlen, wo wir das bereits haben, Brandenburg, Bremen und andere, zeigen, dass Jugendliche sehr verantwortungsvoll mit diesem wichtigen Recht umgehen. Ein großer Vorteil wäre im Übrigen, und das zeigt auch so eine Veranstaltung wie heute, dass dann die erste Wahl, auch sozusagen die erste Bundestagswahl, bei den allermeisten zumindest noch in die Schulzeit fallen würde. Und dass dann so ein Rahmen, den man hier so hat, eben auch mit dazu beiträgt, sich politisch zu informieren, politisch zu bilden und so ein politisches Engagement an der Schule auch unmittelbar in eine Wahlentscheidung dann münden kann, bei noch mehr Menschen, als das jetzt sozusagen der Fall ist. Also insofern, ja, wir sind ausdrücklich dafür. Dann würde ich ganz gerne mit Ihnen weitermachen, Frau Wolf. Ja,
Also es ist eine sehr kulturell geprägte Frage. Das Wahlalter ist ja von 21 gekommen, dann auf 18 abgesenkt worden, dann bei Kommunalwahlen, wo man ja auch, finde ich, gute nochmal rechtliche Begründungen hatte, auf 16 abgesenkt worden. Und nun haben wir die Debatte, sollte es bundesweit oder für die Bundestagswahl auf 16 abgesenkt werden. Wie gesagt, ich glaube, es ist eine kulturelle Frage. Es ist auch eine Frage, wie entwickelt sich Jugend, was passiert in der Jugend. Und ich persönlich weiß, dass wir innerhalb der Union die Debatte haben. Es gibt Leute, die sind dagegen und wehren sich vielleicht auch. Und wir haben darüber Debatten. Ich persönlich würde mich dem jetzt erstmal nicht entgegenstellen. Ich würde aber gerne auch überzeugt werden und noch mehr Argumente hören, warum, gerade auch mit Jugendlichen darüber diskutieren. Ich glaube, dass Jugend sich ganz stark entwickelt hat, gerade in den letzten Jahren. Von daher wäre ich grundsätzlich der Frage gegenüber offen. Aber ich glaube, wir müssen gesellschaftlich diese Debatte auch noch weiterführen. Und dafür ist die Union ja bekannt. Wir führen Debatten manchmal ein bisschen länger und ein bisschen intensiver. Aber wenn wir uns entschieden haben, dann ziehen wir auch durch und setzen um. Ja, Herr Marquardt. Oh, Herr Mönkemeyer, wenn Sie wollen, gerne. Ja, gerne. Also ich kann das auch ganz klar kurz machen. Ganz klar, Wahlalter ab 16. Und Frau Wulff, Sie hatten ja eben gerade nach Argumenten gefragt. Da möchte ich gerne mal Argumente gerne bringen. Ich glaube, wir sehen insgesamt in der politischen Landschaft, dass viele politische Themen sich auf die Zukunft der Jugendlichen, auf die kommenden Generationen auswirkt, sei es in der Umweltpolitik, sei es in der Rentenpolitik, sei es in der Arbeitsmarktpolitik oder in der Bildungspolitik, die die Jugend ganz klar betrifft. Und wenn die Politik diese Themenbereiche betrifft, dann ist es, glaube ich, ganz selbstverständlich wichtig, dass auch die Jugend selbst entscheiden kann, wo die politischen Entscheidungen, in welche Richtung die hinfallen sollen, welche politischen Parteien gewählt werden. Dazu sehen wir in den letzten Jahren eine starke Politisierung der jungen Generation, sei es Fridays for Future, sei es Demonstrationen beispielsweise zum Artikel 13, was 2019 sehr stark war, oder sei es solche Podiumsdiskussionen, wo ja auch viele tolle Fragen aus dem Chat gekommen sind. Und deswegen, glaube ich, ganz klar, Alter 16, um der Jugend mehr Kraft und mehr Stimme in der politischen Debatte zu geben. Ja, also Jugend auf jeden Fall, Wahlalter herunterstufen auf 16 Jahre, halten wir auch für absolut richtig. Das sieht man A an den Themen, die immer politischer diskutiert werden von der Jugend. Ich finde, viel breitere Wissen, dass man sich die Jugend auch anschafft. Sie sind absolut aussagefähig. Ich würde mir wünschen, dass wir bei der Jugend auch ihr mehr zutrauen. Die letzte Diskussion, wo ich mal darüber gehört habe, dass die Union über Absenkung von Altersgrenzen gesprochen hat, das war tatsächlich bei der Straffähigkeit. Da wurde schon drüber diskutiert, mit 14 Jahren die Straffähigkeit, volle Straffähigkeit zuzugestehen. Das wurde diskutiert. Ich finde, Demokratie bedeutet auch den Mut, den Leuten eine Stimme zu geben, ihnen zu erlauben, sich einzubringen. Und das macht die Sache doch auch erst interessant. Erst wenn ich selber mich partizipieren kann, teilhaben kann und Entscheidungen treffen kann, dann beschäftige ich mich mit den Themen. Und deshalb ist das so wichtig, den Leuten die Möglichkeit zu geben, Wahlalter runtersenken. Ja, Frau Wulff, Sie haben eben schon angekündigt, Sie würden da ganz gerne noch etwas nachliefern. Ich würde ganz gerne ergänzen, weil, wie gesagt, ich glaube, die Debatte ist noch offen. Eine Entscheidung, die ich finde, die sehr viel ausgesagt hat über die Frage, was ist mit Jugend und Betroffenheit in politischen Entscheidungen, das war das Brexit-Votum. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir im Moment eine politische Situation haben aufgrund der demografischen Entwicklung, wo Menschen, die fortgeschrittenen Alters sind, quasi mehr mitbestimmen als junge Leute. Und von daher finde ich diese Überlegung, wie gesagt, durchaus überlebenswert, weil wir ja gesehen haben beim Brexit-Votum, diejenigen, die es überhaupt nicht mehr betrifft, irgendjemand sagte mal, seit dem Brexit-Votum sind 1 Million Brexiteers verstorben, die haben darüber entschieden, wie die Jugend zukünftig leben wird. Von daher finde ich, das wollte ich nur ergänzend sagen, zu der Sache, in welche Richtung können wir diese Debatte führen. Aber, das sage ich auch, wir müssen diese Debatte führen. Und wie gesagt, das ist auch immer wieder Aufgabe der Union gewesen, vielleicht auch mal Debatten zu führen, die ein bisschen länger dauern, weil wir alle mitnehmen müssen und weil wir eine Gesellschaft mitnehmen müssen. Und da gibt es eben im Moment noch Befürworter und Gegner, und wir müssen als Politiker überzeugen und können nicht einfach bestimmen. Herr Schraps, das zeigt, wir haben gemerkt, eine ist noch drin. Das zeigt danach, aber kommt die genau letzte Frage. Das zeigt im Prinzip auch den großen Unterschied beispielsweise zwischen CDU, CSU und SPD.
dass es nicht darum geht, so lange zu diskutieren und so lange zu warten, bis man ein Gespür dafür hat, wie der Wind in der Gesellschaft gerade sich dreht und aus welcher Richtung vielleicht gerade irgendwelche Stimmungen in der Bevölkerung aufgenommen werden können, sondern Politik hat eine andere Aufgabe und das ist das, wo wir als Sozialdemokraten für stehen, nämlich sich die Fakten anzugucken, Entscheidungen zu treffen und zu schauen, dass man anhand dessen, was man an Informationen hat, dann auch einen politischen Weg vorgibt. Dafür ist Politik nämlich da. Entscheidungen zu treffen und einen politischen Weg vorzugeben und nicht zu warten, bis man meint, die Meinung der Bevölkerung einschätzen zu können und sich dann genau so zu verhalten, nur um Zustimmung zu gewinnen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, der zwischen CDU, CSU und auch gerade Sozialdemokraten besteht. Gut, dann haben wir das Thema Jugend und Politik auch abgeschlossen. Kommen wir nun zu unserem letzten großen Punkt. Nehmen wir jetzt einfach mal an, Ihre Partei würde 51% bei der Wahl kriegen. Sie haben die absolute Mehrheit im Bundestag. Wie würde dieses Land aussehen nach 10 Jahren, in denen das der Fall ist? Wer möchte denn anfangen? Herr Limburg? Ich fange immer gerne an. Aber nein, ich meine, wenn sonst keiner möchte, also irgendwer muss ja auch. Ne? Ach so, ja, dann mach, ja, komm. Ja, mach, komm. Also die Linke möchte vor allen Dingen auch im sozialen Sektor einiges machen. Wir möchten armutsfeste Löhne haben. Das heißt, ein gesetzlicher Mindestlohn von 13 Euro muss verbindlich sein. Warum ist 13 Euro wichtig? Erst mit 13 Euro habe ich eine armutsfeste Rente in Deutschland. Alles, was da drunter ist, und deshalb ist der derzeitige Mindestlohn einfach deutlich zu niedrig, wird dafür sorgen, dass die Leute von ihrer Rente nach einem Berufsleben und nach einer Beitragsfähigkeit von 45 Jahren nicht leben können. Die sind nicht armutssicher. Das ist eine Auswirkung der letzten Rentenreform. Das bedeutet dringend, wir brauchen dringend armutsfesten Mindestlohn. Wir müssen dafür sorgen, dass das Renteneintrittsalter erlebbar ist. Wir würden das absenken wieder auf mindestens 65 Jahre, weil jetzt schon berechnet werden kann, dass 20% der Menschen die Rente nicht mehr erleben. Rente muss erlebbar sein. Das ist ein Wohlstandsversprechen, das wir den Menschen geben müssen. Wir müssen die Hartz-IV-Sanktion wegbekommen. Das ist eine Gängelei der Menschen. Die Menschen wollen ja ihre Teilhabe. Sie wollen auch was leisten. Aber Hartz IV wird von vielen als ein Risiko genommen. Ein Arbeitgeber, wo ich sage, ich bin unzufrieden, den werden die Leute nicht so schnell verlassen und sich eine bessere Option suchen, weil sie Angst haben vor den Hartz-IV-Sanktionen. In Folge darauf hätten wir gerne Herr Mönch. Ja, gerne. Also wenn die FDP alleine die Regierung stellen würden, würden wir erstmal ganz klar dafür sorgen, dass wir einen größeren Fokus auf Bildung, auf Digitalisierung setzen würden, dass wir wirklich jedes Dorf an das Glasfasernetz anschließen würden, dass es im Bildungssystem nicht mehr darauf ankommt, aus welchem Elternhaus man kommt, sondern darauf ankommt, welche Ziele, was man selbst erreichen möchte, dass es für jedes Kind in Deutschland die besten Bildungschancen gibt, dass alle Karrierewege offen stehen, dass man ins Ausland gehen kann, das und dort studieren, dort eine Ausbildung machen kann, wo man möchte, dass wir ganz klar auch uns zu den Pariser Klimazielen da draufsetzen und dass wir die auch einhalten werden zum Thema Rente. Herr Marquardt hat es gerade gesagt, das ist sicherlich auch ein Thema, dass wir das Thema Rente generationengerecht auch für unsere junge Generation voranbringen. Das geht aber nicht mit einem Mindestlohn von 13 Euro, sondern ich glaube, da müssen wir das System ganz flächendeckend anders organisieren, beispielsweise mit einer gesetzlichen Aktienrente, wie es in Skandinavien schon sehr gut funktioniert. Und für diese Themen möchten wir uns einsetzen, mehr Generationengerechtigkeit, mehr Jugendpolitik und Digitalisierung, Bildung, Umwelt. Ja, Herr Limburg, Sie wollten ja schon zu Beginn reden. Ist ja gefragt, Deutschland in 10 Jahren, also darf ich auch ein bisschen träumen oder nicht? Also gerne, gerne. Jetzt nicht nur, ne? Genau, ist ja nicht für die nächsten 3 Jahre, sondern sozusagen, gut, also wir erleben ein Deutschland, was umfassend den Umstieg auf eine klimaschonende Gesellschaft geschafft hat, beziehungsweise noch dabei ist, weil der Prozess lange ist, das wissen alle. Aber alle sind optimistisch und frohgemut, wir gehen mit. Die Leute auf dem Land bewegen sich mit den verschiedensten Fortbewegungsmitteln, mit E-Bikes, mit ganz normalen Fahrrädern auch noch, mit Elektroautos, fahren zusammen in Bürgerbussen, mit Anrufsammeltaxen, Manche fahren auch noch in Verbrenner, so die werden so ein bisschen, ja Mensch, hast du noch, ja gut, solange er noch fährt und so, und man hat ihn halt gerne, aber man weiß, okay, in ein paar Jahren, da es sowieso auch noch kaum Tankstellen gibt, wo es Sprit gibt, wird das auch tatsächlich immer schwieriger und läuft langsam aus. Die Züge fahren viel stärker. Wir haben viele Bahnstrecken reaktiviert in Deutschland. Durch Digitalisierung arbeiten Menschen
paar Tage zu Hause, ein paar Tage wollen sie aber auch gerne ins Büro, freuen sich Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Die Kinder gehen in gut ausgestattete Kindergärten und Schulen, die so ähnlich und schön und hell sind wie diese, politisch aktiv mit gesundem Schulessen und gesunden Kitas, engagieren sich gesellschaftlich, weil die Bildung ihnen auch Freiräume bietet, weil es nicht mehr so eine starre Taktung im Unterricht ist, sondern auch mehr auf gesellschaftliches Engagement, gesellschaftliche Freiräume Wert gelegt wird. Wir haben grüne Innenstädte und grüne Dörfer und wir sind auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa. Dankeschön. Als nächstes hätte ich gerne die Meinung von Frau Wulff oder Ihren Dank. Traum. Ja, genau. Also wir stehen vor einem der tiefgreifendsten Strukturwandel, die wir je erlebt haben. Eigentlich müssen wir eine Situation bewältigen, die wahrscheinlich ähnlich groß ist wie die Wiedervereinigung oder die Situation nach der Wiedervereinigung. Und wir werden es schaffen, unsere Wirtschaft klimaneutral zu machen, eine klimaneutrale Industrie zu entwickeln und damit auch starke Arbeitsplätze und einen starken Wohlstand in diesem Land zu erhalten. Das ist unser Ziel und das ist das Anliegen, für das wir stehen, dass wir sozusagen auf der einen Seite Klimaschutz gewährleisten, dass wir Technologien entwickeln, die wir exportieren können, damit Exportweltmeister bleiben und unseren Beitrag leisten, dass das Weltklima sich verbessert und auf der anderen Seite ein starker Wirtschaftsstandort bleiben, starke Ausbildungsstrukturen erhalten, Arbeitsplätze erhalten und damit Wohlstand. Und ich glaube, das ist die Vision, die wir angehen müssen. Nun ist ja nur noch einer übrig, Herr Schraps. Was? Ich glaube, man könnte wirklich tausend Dinge nennen. Ich will mal noch Dinge nennen, die noch nicht genannt wurden. Und zwar hoffe ich, dass wir bis dahin mit der Bürgerversicherung das Zweiklassensystem im Gesundheitssystem überkommen haben und endlich alle gleichen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Ich hoffe, dass wir unsere Parlamente bis dahin paritätisch besetzt haben und nicht Männer, und man hat es ja durch die AfD im Bundestag noch mal verschärft gesehen, Männerpolitik bestimmen. Ich hoffe, dass wir ein deutlich jüngeres Parlament haben. Als Sozialdemokraten stellen wir ein Drittel aller unserer Kandidaten unter 35 auf mittlerweile. Ich hoffe, dass wir vorangekommen sind, dass ich nicht mehr auf die Kühltürme des Atomkraftwerks Grunde gucken muss, wenn ich bei meinen Eltern in Großberkel zu Besuch bin, sondern dass wir mit dem Atomausstieg durch sind, dass wir mit dem Kohleausstieg so weit vorangekommen sind, dass wir schon fast davon sprechen können, klimaneutral zu sein. Also es gibt einen ganzen Haufen Dinge, wo ich hoffe, dass wir bis dahin vorangekommen sind. Das, was mir am allerwichtigsten ist und was aber für uns wichtig ist, ist, dass wir in Europa auch weiter in Frieden zusammenleben können und dass sich bis dahin gezeigt hat, dass der Brexit ein Riesenfehler war und dass viele, viele andere Länder das sozusagen als Beispiel vor Augen haben, um bloß nicht aus der Europäischen Union rauszugehen, sondern eher noch enger miteinander zusammenzuarbeiten. Ja, an der Stelle vielen Dank für Ihre Vision. Wir wollen uns allgemein gerne dafür bedanken, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, dass Sie hier waren, lebhaft teilweise mit uns diskutiert haben. Und dementsprechend haben wir noch einige Präsente für Sie vorbereitet. Ja, vielen Dank euch fürs Organisieren, für die engagierten Fragen, für die sehr gute Moderation und für das Forum hier. Ja, vielen Dank. Klasse Engagement. Kann man sich nur anschließen. Danke. Ja, vielen Dank für die tolle Organisation. Genau, wenn der Saal jetzt voll wäre, dann hättet ihr, glaube ich, einen großen Applaus für eure Moderation jetzt hier bekommen. Der kleine Applaus war aber, glaube ich, mindestens genauso tiefgehend. Vielen Dank. Meine Frau sagt immer, wenn es kein badischer Wein ist, dann ist es der falsche, weil die kommt nämlich aus Baden. Aber von daher ist es genau richtig. Okay. Habt herzlichen Dank. An der Stelle bedanken wir uns natürlich noch einmal bei allen Zusehern und Zuhörern des
Stream, den wir jetzt online gestellt haben, wird auch noch auf YouTube verfügbar sein und als Podcast auf SoundCloud zur Verfügung stehen.